Moin. Moin, Jan, was geht? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber sonst alles gut. Ich auch, da sagst du was. Willst du noch die Cam anmachen? Auf jeden Fall, ich sehe zu gut aus, um hier nur über Voice bei Ja, dir das am stimmt. Start zu sein. Da ist er schon. Da ist er, Ich ihr hätte jetzt, seht warte hier ihn. mal, keinen Stress. Könnt ihr mich sehen? Blendend, blendend. Ja. Ah, stimmt, ja, ich habe das ja gesehen, ne? Die hast du aufgehabt bei deinem Halloween-Event, oder? Ich habe einiges an Masken immer am Start. Man weiß nie, wann man sie gerade braucht. Also es ist einfach Haushaltsgegenstand. Die habe ich noch, die hatte ich einmal auf, da kam meine Tochter rein. Meine Tochter ist 4 und wollte irgendwas. Das war herzzerreißend. Sie ist schreiend rausgerannt und dachte, wäre mein Monster im Keller. Also ich hoffe, sie schläft jetzt. Wie viele Kinder hast du denn, wenn ich fragen darf? Ich komme mal durcheinander. Nee, zwei. Zwei. Ja, zwei Ja. ist eine gute Zahl. Ist aber auch mein Ziel. Ja, ich denke, es ist die solide Anzahl. Dann können sie sich gegenseitig bekriegen, aber es gibt nie so 2-gegen-1-Situationen. Ja, das stimmt, das stimmt. Lol, ich habe ja zwei Schwestern. Das ist ein bisschen schwierig. Ich hatte es ganz, Ich ganz auch, schwer. ich auch. Echt? Wir haben Ey, so wir viel sind uns gemeinsam, ich sogar auch. ähnlich, ne? Auch von der Elo her, von der Familiensituation, krass. Ältere Schwestern oder jüngere? Gleich alt und älter. Ah, Naja, ich bin einer von verstehe, denen. verstehe. Ich hab zwei Jüngere, da kann man noch ein bisschen mehr, muss man körperlich noch überlegen. Das Naja, stelle ich mir schwer verstehe. vor mit Eltern. So, Jungs, ihr könnt uns herausfordern. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit Hand and Brain. Ist klar, was muss ich tun? Du bist schon eingeloggt, oder? Ich bin da, ich bin da. Okay, Ich ja, du klicke musst. erstmal hier auf Resign the Game, ist das falsch? Hier Mach steht einfach. Join the Game or Resign the Game. Ich Mach kann mal Resign refreshen, einfach. mal gucken, was Mach kommt. den Ich habe Franzosen. refreshed, gleich los. Okay, perfekt. Nee, du bist nicht live, gell? Hier fragt gerade jemand. Nee, 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 ich wollte mich hier voll auf deine Show konzentrieren. Eines Okay. Tages machen wir auch bei mir mal eine Show, aber ich sitze hier, ich lehne mich zurück, stoße ein bisschen auf, Entschuldigung dafür und kümmere mich um nichts. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Der Swingerclub-Spruch von Jan wäre doch ein klasse Command. Huch. Ja, ich bin offen. Nee. Das ist richtig für den Swingerclub. Ey, Swingerclub ist immer gut, aber jetzt in Corona-Zeiten ist natürlich schwierig, ne? Kannst du gleich nicht bringen, kannst du gleich Nee, nichts das ist bringen. schwierig. Okay. Ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal ein Spiel. Du musst dann einfach auf mein Profil gehen, oben rechts, gell? Und dann steht da laufende Partie. Gehen wir eine Partie an. Okay, ich gehe mal auf Profil. Ja. Hier sind so ein paar Linien, so Elo-Entwicklung. Genau, Ah, gab jetzt. so einen kleinen Einbruch. Jetzt. Danke, dass du nochmal sagst. Da müsste jetzt eine laufende Partie sein. So eine orangene 1 müsste da jetzt stehen. Ja, Irgendwo. sehe ich, sehe ich. Ja. Dann musst du da ein paar Mal raufklicken. Ich bin da gegen Luminax. Genau, okay. Okay, bist du Hands oder bist du Brain? Was bist du für einer? Ich bin eher so der Hand-Typ. Aber wie du Spaß hast, wir können ja auch variieren. Okay, warte, dann sag ich zuerst Figuren, okay? Alles klar. Okay, dann du bist ja auch theoriestark, habe ich gehört. Ich bin eigentlich nur theoriestark, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich bin Okay. nur so ein Auswendiglerner. Dann schauen wir mal, Bauer, komm. Schnack mal nicht lange. Was sind denn, ich muss gestehen, ich bin mit dem Kugelbuchrepertoire noch nicht so vertraut. Aber ich mache hier mal C6 auf Doof. Was Ja, passiert? doch, doch. Karo Kahn gefällt mir erstmal sehr. Das können wir. Okay, Naja, Bauer. passt auch zu unserem Nichts kann, alles muss Motto, Karo Perfekt. Kahn. Google Gambit. Ja, wir spielen jetzt auf Stafford. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Stafford, ja doch, das kenne ich, wurde mir neulich beigebracht. E4, E5, Springer F3, Springer F6, Springer E5, Springer C6. Ist natürlich Quatsch, aber wenn die Community es feiert, ey, ist ja egal. Also, ich bin da ganz, ganz großer Fan. Bauer? Okay. Ja, wir bleiben erstmal solide, wir bleiben erstmal solide. Wir wollen einen guten Springer? Springer, okay, bist du so, ne? Ja. Springer F6, sehr im Kommen, sehr im Kommen. F6 ist generell immer gut. Klar. Okay, Bauer? Wie viel Elo hast du eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich weiß es nicht ganz genau, so ungefähr 2643, so ein Pi mal Daumen. Okay. Ja, Sonja hat mir schon erzählt, dass du richtig krass unterwegs bist. Ist schon, dann habe ich erstmal deinen Fide-Account gestalkt. Dann habe ich erstmal gesehen, du bist Nice. der Viertbeste oder so, ne? Ja, wobei ich bin ja inaktiv im Prinzip, ne? Ich sitze ja rum auf der Zahl. Die jungen Leute, die sind ja aktiv. Ich spiele ja ein bisschen Bundesliga, einmal im Jahr Thailand Open, jetzt auch nicht.
sonst nix. Also ich bin Highland, schon. Eier. Ich bin schon, ist eine Boomer-Elo, die halt langsam auch runtergehen wird, aber nicht freiwillig. Okay. Bishop? Bishop heißt auf Deutsch Läufer, ne? Ach genau, Läufer, ja. Ja, ich sag dir immer Englisch. Tut mir leid. Very cool. Boomer-Herz. Ist Jan besser als Huschi? Also auf der Fide-Seite stand... Ist das eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Jan, glaube ich, ein Tick besser ist. Ich habe meist ein bisschen mehr Elo, habe aber den einen Vergleich gegen Niklas chancenlos verloren vor 10 Jahren oder so. Aber Elo-mäßig bin ich gleich ein bisschen vorne. Entwicklung ist ja auch irgendwo key, ne? Wir gehen mal für Springer. Entwicklung ist auf jeden Fall key. Development ist der Schlüssel, sage ich immer. Genau, sage ich auch immer. Okay, er pusht jetzt hier nach vorne. Wobei 1600 Elo, da müssen wir nicht viel Angst haben. Wir gehen jetzt für König. Ja, machen wir gar nichts los. König hier hinter den 4 Bauern ist safe auf jeden Fall. Okay. Deshalb spielt man das. Das sind zwar, sieht zwar ein bisschen komisch aus, weil die Majorität am Dampflügel hat, aber der König ist schon sehr sicher, hier länger zu bauen. Hier Springer? Springer, wo denn das denn? Ja, wie so nach B6 habe ich da angepeilt. Ne, kann ich nicht machen, dann muss ich zurück, Leute. Hä, was? Warum? Bei B6 kommt C5 und Figur weg. Ach du meine Nase. Du rechnest aber auch anders wild, ne? Ich rechne crazy. Okay, dann machen wir Dame. Du musst auch mal raus. Klar. Ja. Rockariot sagt, ich glaube, er sieht den Chat gar nicht. Ey, ich sehe den Chat immer, aber ich lese immer nur vor, wenn sich im Chat jemand drüber beschwert, dass ich den Chat nicht lese. Kugelrechentiefe 1. Oh mein Gott, lol. Wie viele Züge rechnest du im Voraus, wenn ich fragen darf? Es kommt drauf an. Es gibt, glaube ich, nie so eine Situation, wo man sagt, ey, ich rechne immer so 6 Züge im Voraus. Meistens 2, 3 tatsächlich, ne? Und dann gucken, ob noch alles da, okay, wo es ist. Aber man kann natürlich später länger rechnen, wenn es sein muss. So in Bauern spielen, aber ich glaube, es ist ein Mythos, dass Großmeister so wahnsinnig tief vorausrechnen. Okay, Bischof. Das meiste ist halt so Mustererkennung eher, dass man das schon mal gesehen hat und weiß, das kann so falsch nicht sein. Okay, also Erfahrung macht's, meinst du? Ich weiß gar nicht, ob Erfahrung, aber ich glaube schon Mustererkennung, dass das Gehirn irgendwie die Bilder speichert, die man sich irgendwie mal angeguckt hat. Und dadurch muss man, ich glaube, es gibt irgendwelche Studien, dass gute Spieler jetzt nicht mehr rechnen als, oder als Großmeister nicht mehr rechnen als normale Vereinsspieler, sondern halt besser rechnen, beziehungsweise bessere Varianten rechnen. Das ist nicht die, aber wie viel man Züge mal rechnet. Ich liebe dich, Jan, schreibt dir einer. Kloppo, ja? Es beruht auf Gegenseitigkeit, Mann. Jan hat ganz viel Liebe für alle. Ja, auf jeden Fall. Mein Herz ist voll Liebe. Ja, schwächt es die weißen Felder, Jan, das sehen wir, gell? G3 kannst du nicht machen. Was ist denn da los, ey? Das sind doch hier voll viel Holes auf den White Squares. Voll viele Holes. Okay, Bishop. Löcher sind ja erstmal nicht schlecht. Springer. Löcher sind erstmal nicht schlecht. Ich habe gehört, Hosen sind ein großes Thema bei dir. Wie stehst du zum Thema Löcher in Hosen? Also Jeans mit Löchern. Kann man das noch bringen? Kann man das in meinem Alter noch bringen? Wie ist da der Stand der Dinge? Also ich habe damit gar kein Problem. Also wenn du gerne Löcher in den Hosen hast, ich will es dir nicht verbieten. Ich habe sehr gerne Löcher in den Hosen, aber ich wollte mich da vergewissern. Ja, da sind wir auf einem Level. Bishop. Was für Hosen findest du denn okay? Chat will wissen, sie haben dir ja auch gesagt, du sollst mich fragen, was für eine Hose ich trage. Ich weiß nicht, ob du wusstest, heute ist internationaler Tag der Jogginghose. Ja, und dementsprechend habe ich mich auch angezogen. Ich habe eine Jogginghose an. Und du? Ich mich auch. Allerdings war ja gerade internationales Jahr der Jogginghose, also ich habe auch meistens Jogginghose. Ja, das ist bei mir auch meistens der Fall. Was für eine Farbe? Grau. Also war früher mal weiß. Latex_HGiftedAT1 so du Kloppe _9. DHGiven 242 Gift Subs. Ich habe auch meine Jogginghose gezeigt, aber ich bin leider nicht so gelenkig wie du. Du bist ja, ich habe ja auf deinem Instagram gesehen, du bist ja sportlich aktiv. Ich bin vollkommen austrainiert. Ich habe -3% Körperfett jetzt, aber nur wegen Kuchen. Meine Nase. Okay, Springer. Ey, hör auf mit diesem Springer. Scheiße. Ich kann nicht jedes Mal den Springer dahinstellen und es kommt auch nach C5. Jetzt muss ich schon wieder zurück. Oh shit, okay, der war natürlich ein bisschen belastend. okay, Springer, nochmal. Alles klar.
Jetzt muss ich hier hin, weil wenn ich hier hin ginge, käme wieder C5 und Figur weg. Also, wir müssen uns strecken hier. Aber noch alles im Griff. Okay, alles entspannt. Bauer? Ja. Chat, was sagt ihr? Holen wir das Ding? Macht mal eine 1 in Chat, wenn ihr denkt, dass wir gewinnen. Turm? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, gell? Ach, alle Zeit der Welt. Huch, manche sagen 2. Jungs, er ist Großmeister. Chat, ganz ruhig. Meine Nase, was macht man denn jetzt hier? Bauer, sage ich jetzt einfach mal. Sehr schön. Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Bei dir im Kanal, es geht ja um Schachinhalte, ne? Ich labe immer nur Blödsinn, aber bei dir, es wird ja schon viel so gerätselt, was der nächste richtige Zug ist auch, ne? Also, ja, es geht viel um Schach, aber Blödsinn reden kann ich auch. Okay, okay. Also, kannst du eine Figur sagen? Ja, Bischof zum Beispiel. Und danke dir, Knechtikus, für den Sub. Danke dir. Und Vlogger, grüßt euch. Aber du machst Schach nur auf Chess24, gell? Auf deinem Kanal machst du Schach. Nee, ab und zu mal ja auf dem Kanal Schach. Gestern Nacht habe ich Schach gespielt, Primetime, Mitternacht bis 3 Uhr morgens. Ich bin auf der Couch eingeschlafen beim Bachelor gucken und dann so Mitternacht aufgewacht, da hier Schachsession. Bachelor, das habe ich ja gar nicht geguckt. Meine Mutter hat mich letztens gefragt, wer rausgeflogen ist, aber wusste ich nicht. Ich kann mir den Namen auch nicht so merken, aber ich habe einfach die Folge 2. Stimmt das? Ich weiß nicht, wer eingeschlafen ist. Ich habe es nicht mitgekriegt. Darf. Aber deine Disziplinen sind Eröffnungen, ne? Nee, ich bin eigentlich überall unglaublich gut, deshalb Großmeister. Oh Mann, ey, ich würde auch gerne so flexen können wie du. Spaß. Turm? Oh Gott. Okay, ich fokussiere mich jetzt, Jan. Ich sag jetzt ganz schnell meine Züge. Geh im Battle-Modus jetzt. Okay. Okay, wenn er nimmt, machen wir Bauer. Jawohl. Oh, Jungs, ey. Wir brauchen jetzt einen Plan, ne? So ein Ding. Magnus hat ihn wegen Endspiel eingestellt. Huch. Okay, Bishop? Du bist doch ganz dicke mit Magnus, ne? Ihr versteht euch auf jeden Fall gut. Oh, wir waren fast matt. Lass mal gewinnen hier. Dame. Okay, Dame. Eieiei. Okay. Ja, ich sehe was. Okay, wir machen Bauer. Egal, was er macht, wir machen Bauer. Alles klar. Ungern? Na gut, nutze es. Bishop? Jungs, wir holen das Ding. Entspannt euch. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ach, der gönnt bestimmt ein bisschen, oder? Luminax, wenn du zuhörst, du gönnst bestimmt. Hier steht Luminax, kein Gönnjamin-Typ. Bauer? Sehr schön. Wenn er nimmt, Springer? Ich sag's dir, wie es ist. Ich muss Luminax jetzt fertig machen. Wir haben keine Zeit mehr für einen Brave. Weißt du, ob es ein Regelverstoß ist? Mach, komm. Wahrscheinlich schon, aber machen wir trotzdem. Zerstör ihn, auf Großmeisterweise. Jungs, jetzt hier FSK 18 Stream. Jan holt den Großmeister raus. So sieht's mal aus, nicht hingucken. Boah, jetzt geht's los, Jungs. Jetzt geht's los. Huch, hast du... Ah nee, der ist nicht geblandert. Jawohl. 16 Sekunden gehen eine Minute, schafft er. Mach ihn fertig, also, schreibt ja einer. Der Honigdachs wird freigelassen. So sieht's mal aus. So ein Meme bei dir, ne? Honigdachs, mein Lieblingstier, ist sehr aggressiv. Sehr klein, aber sehr kampfkräftig. Geht häufig auf die Genitalien vom Gegner und greift auch sehr, sehr große Feinde an. Also so Löwen und Büffel und so. Also Honigdachs ist ein interessantes Tier. Verstehe. Da ist wahrscheinlich Kratzen und Kneifen auch erlaubt bei ihm, oder? Ist ihm alles egal. Ja, ist nicht so seine Welt. Er hat eine sehr dicke Haut. Also er ist ja ziemlich immun so gegen Kratzgeschichten. Aber er kämpft halt auch schmutzig. Er battelt sich auch viel mit Schlangen.
Lässt sich dann von denen so ein bisschen weggiften, aber erholt sich dann schnell und frisst sie trotzdem auf. Also Honigdachs kein Fan. Okay. Ja, muss ich mal auschecken. Vielleicht so auch als Haustier, was denkst du? Nein, die sind gefährlich. Kannst du nicht machen als Haustier. Honigdachs interessiert sich auch nicht großartig für Gift. Huch. So sieht's mal aus. Honigdachs ist fast immun gegen Schlangengift. Komischer Pre-Move. Okay, du hast auf jeden Fall potenziell schon für zwei Damen. Gefällt mir. Boah, ey, Jan. FSK 18 jetzt wegen dir, ne? Alter. Das sind schöne Bilder. Jungs, Poggers. Well played, schreibt er. Das war die spannendste Partie, die ich je gespielt habe. Ey, mein Herzschlag ist ja auf 180. Ja, man merkt es direkt, man merkt es. Okay, ich würde sagen, wir machen es jetzt umgedreht. Alles klar. Dann kannst du dich mal ein bisschen zurücklehnen. Endlich. Genug gearbeitet heute. Wir live kommentiert, Peter Leko mir Sachen erzählen lassen, die Highlight-Videos gemacht. Ich bin hast du heute einen Tag geschaut? Jeden Tag. Ach. Also nicht so lange. Ich mache nur die ersten zwei Stunden und dann meine Videos des Tages. Aber jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, ich bin im nächsten Spiel. Du musst wahrscheinlich wieder jetzt auf Profil gehen und dann quasi das gleiche wieder machen. Warte, ich mache ja die 17 Klicks. Ja, Jan ist am Hustlen. Ich bin nimmer nur am Hustlen. Hans Dampf in allen Gast. Was hörst du für Musik, Kugelbuch? Kugel, darf ich sagen, ne? Was hörst du für Musik? Ich höre dieses, dieses böse Deutschrap. Ja, was so, aber du hörst wahrscheinlich so junge Leute Deutschrap, ne? Aber erzähl. Ich höre auch die alten Sachen. Klar, dann haben wir viel gemeinsam. Natürlich ist das, du hörst auch Deutsch, oder? Ist das eine Schwäche? Ja, aber eher so alte Sachen. So KZ ist für mich schon so ein neuer Kram, weißt du? Also, so, denn so ich bin ja ich bin sehr, sehr alt. Ja, so, weil, ne, Fanta 4 ist ja schlecht. Ich bin in Hamburg so Jahrtausendwende, absolute Beginner, 1, 2. Dendemann ist der beste Legende. So, das sind. Jetzt fragt man sich natürlich. Das ist meine Jugend. Aber ich krieg so ein bisschen mit, was ihr verrückten jungen Leute so macht. Aber eher so langweilige Sachen. So, keine Ahnung. So. Trettmann finde ich gut. Kitschkrieg. Also, was hörst du so? Hörst du so die ganz schmutzige Berliner Schiene oder was soll das? Also, früher habe ich auf jeden Fall die ganz schmutzige Berliner Schiene gehört. So Agro Berlin und so, ne? Du weißt Bescheid. Und dann noch so ein Kollege, kennt man? Kollege kennt man, Kollege feiere ich wegen der Wortspiele, so flowmäßig von ihm ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ja, genau, der ist für seine Lyriker bekannt. Aber die ist natürlich auch 1A, ne? Der Boss hat sächsischen Dialekt, den kann ich jetzt nicht vervollständigen. Genau. Eigentlich geht einiges. Sächsischen, genau. Genau, du musst eine Figur sagen. Ich muss was sagen, sorry, hier, ich halte die ganze Action auf Bauer. Bist du eigentlich E4 oder D4-Spieler? Ich bin eher so D4, weil ich so ein devoter Typ bin und E4 ist mir zu aggressiv, aber ich kann links wie rechts. Springer. Oh, okay. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Du spielst ja immer so die. Bauer. Er denkt, er erschreckt mich mit dem Colorado Gambit, ey. Ist ja Quatsch. Kindergeburtstag ist woanders. Läufer. Ja. Wir sind ja noch in Theorie hier. Wir sind so deep im Buch noch. Aber erzähl mal, was hörst du so an aktuellen Sachen? Ich versuche ja in meinem Boomer-Alter am Zahn der Zeit zu bleiben, ist nicht leicht. Was muss ich hören? Ja, schwierige Frage. Ich find UFO ganz geil. UFO 361. Ja, mir ein bisschen zu viel Autotune, aber finde ich manchmal auch ganz gut. Autotune? Ja, das stimmt. Aber ich feiere ihn eigentlich. Was hast du gesagt? Okay. Ich habe noch nichts gesagt, aber ich sag Springer. Alles klar. Ja, genau, UFO, dann. Wen höre ich noch so? Samra? Weiß ich nicht. Bin nicht so drin, diese ganze Capital Bra Samra-Schiene. Das ist aber muss ich mir gleich mal abholen. Ist nicht so meins. Vielleicht so ein Hamburg-Berlin-Ding, ich weiß nicht. Genau, Apache auch noch. Guter Call-Chat. Apache finde ich mega nice. Verstehe. Apache, ich kenne eigentlich nur so Roller, nur die Hits. Springer, sage ich. Ich sage aber also so lange Sprung. Ja, du bist ja. Komm, wir gehen rein, komm. Wir sind drin. Ja, genau. Wir nutzen hier mal die Festung aus. So sieht's mal aus. Tetris, Liebe, fragt, haben wir mit Kugel jemals großartig über Musik geredet? Fällt mir gerade auf.
Vielleicht, ich will hier auch keine Geheimnisse, wenn dir das unangenehm ist, dass du so viel Samra hörst, müssen wir auch nicht drüber sprechen, ey. Bauer. Bauer. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich den spielen, ne? Habe ich ITS bisher? Fragt, ja? Du hast das hervorragend gemacht bisher. Also wir haben ihn hier im Griff, wir haben Dominanz über das Feld E5 in der Mitte. Der Schwarze König ist langfristig geschwächt, also alles gut, alles gut. Wo kommst du denn her? In welcher Stadt lebst du, Kugel? In Berlin, Jan. Ah, okay, du bist direkt Berlin-mäßig. Welcher Bezirk? Ich kenne mich nicht so aus in Berlin. Mitte kenne ich. Eigentlich kenne ich nur Mitte. Kennst du noch mehr? Jetzt will ich nachdenken. Kreuzberg, Neukölln, ja. Friedrichshain, ja. Lichten, irgendwas, Rade? Lichterfelde, da komme ich zum Beispiel her. Lichterfelde, oh ja, da kommt auch Brutus Brutalus kommt da aus. Lichterfelde Süd bis Lichterfelde Ost. Ich bin hier der Chef für eine Co-Pilot. So sieht's mal aus. Ja, Mann. Eher ein Läufer. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass du die kennst. Er kennt denn nicht Brutus Brutalus. Nice. Ja, Mann. So, Läufer. Ich muss kurz nach. Ach komm, Banane. Das mache ich irgendwas. Ist halt die Frage, ob wir jetzt hier reinwuchten. Ich wollte eigentlich mit dem Läufer auf C6 schlagen. Können wir hier opfern? Nee, nicht wirklich. Springer. Springer? Ja, dann willst du wahrscheinlich den machen, ne? Ja, ich wusste nicht genau, ob Sprechstich B5 geht oder nicht. Ich dachte, ich überlasse dir die Entscheidung, wie viel Action wir hier wollen. So ist safe. Läufer. Ist Lichterfelde überhaupt noch Berlin? Ja. Wichtige Frage ja auch, ist Spandau Berlin? Siehst du als Berliner Spandau als Berliner an oder ist das hier eine Aber das Problem Enklave? Ist, wenn ich Spandau fronte, dann fronte ich natürlich die ganzen, dieses ganze Spandau. Das ist Ärger, ne? Ja, muss vorsichtig sein. Da muss man aufpassen, die sind ganz wild. Ich als Hamburger habe das Problem, aber ich habe natürlich nichts gegen die fantastischen Spandauer. Aber es gibt ja viel so Geschichten so unter dem Motto, oder gab es diese Gamevasion Hamburg versus Spandau? Und da ist natürlich meine Hamburger Ehre verletzt. Hamburg versus Berlin können wir machen, aber Hamburg versus Spandau ist echt ein komisches Hashtag. König. Also du würdest Spandau fronten, wenn es nicht dir zu viel Ärger machen würde. Du würdest es jetzt aber auch aus mir rauskitzeln, ne? Nein. Ich bin pro Spandau hier. Ja, ich auch. Nee, aber ich habe kein Problem mit Spandau. Chat fragt bei dir, HSV oder St. Pauli? Ich bin gar kein Fußballtyp tatsächlich. Ich verfolge eigentlich nur NBA, Basketball. Aber wer ich wählen muss, St. Pauli. Als ich jung war, war ich viel bei St. Pauli. Springer. Springer. Bist du ein Manövertyp, ne? Du willst gerne Manöver machen? Ich bin so ein Springer-Wegzieh-Typ. Okay. Machen wir. Aber ich bin auch nicht so der Fußballfan. Also ich habe jetzt keinen Verein. Aber ich gucke gerne Fußball, aber jetzt so einen Verein, den ich so unterstütze die ganze Zeit, habe ich nicht. Nee, nicht die Rhein-Neckendorfer Füchse oder so? Hängt da ein Herz nicht dran. Nee. Okay. Bauer. Boah, wahrscheinlich der. Der sieht gut aus, C3. Ja, das war der Plan. Jetzt kann sein Läufer da wieder ein bisschen atmen. Alles im Griff. Welches NBA-Team? Ich bin hauptsächlich Hater. Also ich bin immer gegen, wo immer LeBron gerade spielt, also gegen die Lakers. Ich war auch lange gegen James Harden immer, aber jetzt ist er in meiner NBA-Fantasy-Mannschaft. Also jetzt bin ich pro James Harden und damit Nets-Fan. Aber hauptsächlich bin ich Hater gegen LeBron und dann bin ich immer für die Leute, die in meiner Fantasy-Mannschaft sind. Also im Moment habe ich James Harden, Westbrook, Christian Wood, Jimmy Butler, also sehr unsympathische Mannschaft, aber den drücke ich dann nicht auf. Oh, was hat denn James gemacht? Oder nichts. James ist ein netter Kerl. Also ich will jetzt wirklich nicht zu Schulde kommen lassen. Das macht mehr Spaß zu gucken, wenn man irgendwie gegen ihn ist. Ist ja der große Dominator immer. Nadine sagt, Jan, hast du schon einen Tweet abgesetzt, dass du gerade mit Kugelbuch streamst? Nee, habe ich nicht gemacht. Soll ich machen? Ja, mach mal. Ich bin ja auf Twitter auch komplett aktiv. Ja, habe ich gesehen. Du hast so 80 Follower, also ja, weniger als ich. Also, was ist denn los? Twitter ist nur was für alte Leute.
Ja, hast du freiwillig. Ich habe nicht mal Läufer gesagt und du schenkst den daher. Springer. Oh, scheiße. Das war Intuition. Das war schlecht. Springer. Ja, Paul, ich habe den Chat weggemacht, weil der war so über Jans Gesicht und wir wollen ja natürlich sein Gesicht sehen. Das, ja. Das wäre sonst echt Verschwendung. Ich kann ihn natürlich auch wieder anmachen, Chat. Das liegt an euch. Ich denke mal, Jan wollen wir alle sehen. Der hat sich heute so schön gemacht. So sieht's mal aus. Ich habe meinen Bärenpulli wieder an hier als Berufsjugendlicher. Nice. Also glaube ich schon, dass ihr das gerne euch anguckt. Jonathan Geister, wir wollen einen freshen Hintergrund sehen. Ja, ich bin hier Greenscreen-mäßig unterwegs. Ich dachte hier, Kugel kann sich einfach aussuchen, was er da hinter mich zaubert. Ich sag mal Tor. Sehr schön. Gegenüberstellung. Wie nennt man das eigentlich auf Englisch? Face-to-face. Face-to-face? Standoff vielleicht. So richtig, oder? Dame. Dame. Ich muss ja jetzt auch wie ein Großmeister denken, ne? Einfach irgendwas ziehen. Gar nichts los. Kannst du die Casting-Couch als Hintergrund machen? Nee, das machen wir nicht. Gin for the win, Frage. Wie kommt es eigentlich, dass ihr trotz Lockdown nicht aussieht wie ein langhaariger Hippie? Bei mir ist sehr viel Gel. Ich habe sehr lange Haare, aber es ist sehr viel Gel drin. Da sieht man es nicht so. Also Gel und Kopfhörer, das ist so das Hauptding. Im Moment bin ich ein bisschen am Studieren, weil mir Stefan Tietze empfohlen hat, ich soll Salzspray verwenden. Habe ich gleich bestellt, müsste morgen ankommen. Mal gucken, was aus Salzspray wird. Was hast du so für Haarpflegeprodukte? Wasser. Wasser, tatsächlich, ja, ganz oldschool. Okay. Ich habe halt echt nur Wasser, ne? Und halt Shampoo. Aber krass, gar nichts drin. Verrückt. Nee, mehr benutze ich gar nicht. Deswegen habe ich immer eine Cap auf, weil ich habe immer Bad Hair Day. Okay, verstehe. Habe ich irgendwelche Mützen? Ich bin echt kein Mützentyp. Und mit den Kopfhörern ist halt auch immer schwierig. Hier habe ich meine Altona-Mütze. Ja, ich sag noch mal Dame. Nochmal Dame. Ja, gerade über Kopfhörern ist, glaube ich, guter Style für mich. So. So rum ist falsch. Okay, machen wir so rum. Aber ich glaube, ich kriege sie nicht zu hier. Seht ihr das? Ist echt schwer. Nee, kann ich nicht bringen. Er ist zu cringy. Oh Gott, du wirst mich jetzt hassen. Ich werde auf jeden Fall nicht den Zug spielen, den du wahrscheinlich willst. Wahrscheinlich nicht, wenn du es schon so einleitest. Also viele Felder haben wir eigentlich gar nicht, ne? Na eben, ich dachte, den machst du ja leicht. Machen wir einfach mal. Der sieht aber auch unschön aus. Ja, ich will es ein bisschen Lego-mäßig spielen. Ja. Machen wir mal den. War das der? Nee, das war nicht der, den ich wollte. G5 oder was? Nee, ich wollte aber zurück nach E2. Die Dame kann da nicht viel ausrichten. Die soll den Bauern decken da auf F2. So ist er. Stimmt. Auf weiter. Oh, behindert bin ich. True. Das Nee, alles gut. Jetzt machen wir Action. Hier, pass auf. Jetzt musst du hier die Rechenhose anziehen. Läufer. Läufer. Hast du die Rechenhose an? Ich hab die Rechenhose an. Sehr schön. Ich habe den Casio da. Ich berechne ja immer meine Varianten mit dem Taschenrechner. Ah, okay, so Texas Instruments, kennst du das noch? Ich bin so der Casio-Freund. Ist klar. Ich hatte früher Texas Instruments. Oh, das ist so unsympathisch. Das tut mir leid. Ey, du hast Lob für den Casio gekriegt auch noch. Krass. Ja. Aber haben nicht diese modernen Telefone, die ihr jungen Leute habt, haben die nicht auch irgendwie so einen Taschenrechner drin? Wozu brauchst du noch Casio? Ja, das ist halt für den Style. Ich habe hier so eine App. Achso, okay. Ja. Hast du auch so eine digitale Casio-Uhr oder nur den Rechner? Nee, ich habe nur den Taschenrechner tatsächlich. Okay. Für eine Uhr hat es noch nicht gereicht. Okay. Genau, für die Hardware, stimmt. Anonymous, muss hier jetzt ganz schön nachdenken, ne? Läuferschicht D5 hat er nicht erwartet. Haben wir aber der ist auch ein bisschen krass. Sicherheit gewogen. Er ist auch nicht gut, aber ich glaube nicht, dass Anonymous das rafft. Ach, der ist also gar nicht gut, der Zug.
Nee, also es ist schon, ich glaube, der beste Versuch. Aber wenn er jetzt schlau spielt, dann haben wir Probleme. Ja. Aber ich traue es ihm nicht zu. Natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ja, Tomship P2 ist er schon nicht. Nicht, wovor wir Angst hatten, auf jeden Fall. Ja, ja. Läufer auf doof. Läufer? Bisschen vorsichtig. Nicht, dass hier auf einmal matt wird. Ja. Vielleicht nicht Läufer sagen sollen. Darf ich mich korrigieren? Ne, darf ich nicht. Ne? Ich mache einfach mal den. Ja, der ist okay. Wahrscheinlich hätte ich Turm sagen sollen, weil wenn der Läufer in die andere Richtung geht, dann kommt halt Dame F2 und Matt auf G2. Da habe ich ein bisschen Angst. Stimmt, ja. Das hätte ich vielleicht erstmal Turm F1 sagen sollen. Oder, ja. Bin ich dumm oder sieht Jan übelst jung aus? Vielleicht beides. Ja, wahrscheinlich. Spaß, ich sehe sehr, sehr jung. Ja, du hast sie echt gut gehalten. Dankeschön, dankeschön. Das bedeutet mir viel. Aber die Schachspieler sind schon schön, ne? Also wenn man noch Huschi anschaut, der ist ja auch eine... Ja, Huschi hat ja echtes Sixpack. Ich tue ja nur so, ich habe ja keinem sowas nicht dienen. Aber Niklas ist ja echt Disco-Pumper vor dem Herrn. Ja, ja. Dame. Ja, hier sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen, Jan. Ah! Oh, das tut mir leid. Ist aber ein schönes Gefühl, wenn der Schmerz nachlässt, wenn du ihn wieder bewegen kannst. Ja. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn mir ein Körperteil einschläft. Niklas trainiert? Niklas ist Disco-Pumper. Hat halt keine Beine, weil man das im Club nicht sieht. Aber Oberkörper geht einiges. Nur Bizeps und Brust. Ja, klar. Farid Bang, Trainingsplan. Ja. Und kein Salat, weil der Bizeps schrumpft. Das weiß ich nicht, ob es wirklich stimmt. Also, ich glaube, das war so ein Humorversuch von Kollege. Springer. So, können wir jetzt irgendwie mal hier anfichten. Turm. Mhm. Turm. Ja, okay, machen wir einen kleinen Rooklift, Jan. Warum nicht? Den Rooklift. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass 90% deiner Schachstudienzeit geht ja für die Anglizismen drauf, ne? Also hier, um sich das alles zu merken, hier, ey, Skewer, Rooklift, dies, das. Also ich glaube, da geht noch mehr. Aber jetzt haben wir ihn doch hier, wo wir ihn haben wollen, den Bad Anonymous. Aber du kommentierst ja auch manchmal auf Englisch, ne? Ja, ich bin Englischmaschine. Ja, ja. Du bist ja multilingual. Ich bin auf jeden Fall trilingual, würde ich sagen. Deutsch, Englisch, Spanisch, aber danach wird die Luft dünn. Spanisch? Ja, ich bin in Spanien aufgewachsen, wissen die wenigsten. In einem kleinen Fischerdorf in der Nähe von Barcelona. Echt? Da war ich auch? In meinem kleinen Fischerdorf? Ja. In Las Casas de Alcanar, das kann ich mir nicht vorstellen. Wo warst du? Warst du mal in Barcelona? Ich meine nicht, ne, ich glaube nicht. Ah, alles klar. Warst du schon mal in Spanien überhaupt? So auf Malle warst du bestimmt. Malle war ich, ja. Da habe ich eine kleine Real-Life-Story. Ich bin mal spontan nach Malle geflogen für eine Woche und wir haben kein Hotel oder so gebucht, dann haben wir an den Klippen geschlafen. Crazy. Aber nicht diese schmutzigen Klippen, wo sich die jungen Leute treffen immer nachts. Nee, da sind die früh morgens um... Was? Turm. Die haben uns dann früh morgens immer geweckt, weil die da runtergesprungen sind. Die waren richtig crazy unterwegs. Ja, ich kenne das. So, hier. Bananimous ist unter Druck, ne? Also, wir drohen hier links was, rechts was, Mitte was. Ja, ja. Der weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Das weiß er, glaube ich, echt nicht. So, hast du die Rechenhose an? Bist du bereit für Läufer? Ich habe die komplett an. Klar, dann Läufer. Ja, genau, warte. Ich hab's gleich. Das hier klingt doch erstmal gar nicht so schlecht, Jungs. Dann hängt doch erstmal der Bischof, oder? Aber du sagst rechnen, okay, warte mal. Das ist Quatsch. oh mein Gott, Jan, du bist ein Held.
Oh mein Gott. Chat, jetzt nicht feucht werden. Bam. Der war insane. Ja, jetzt bricht das doch hier zusammen, Benanimous. Nein, sagt, okay, erstmal die Fokushose aufsetzen, das ist ja nur Quatsch. Fokushose kann man sich anziehen, vielleicht aber nicht aufsetzen. Boah, wie nice. Ey, Chat, wenn er jetzt nimmt, nehmen wir hier den Bauern und dann hängt die Dame. Er wehrt sich noch ein bisschen, er wehrt sich noch ein bisschen. So, jetzt muss ich mir kurz die Rechenhose anziehen. Ja, komm, wir spielen sie auf Leistung, oder? Das ist kein Spaß, König. Mhm. Gefällt mir, gefällt mir. Safer wäre natürlich einfach zu schlagen gewesen, aber so ist ein bisschen gieriger. Ich glaube, können wir bringen. Ich vertraue dir da, ne? Zu Recht. Glaubst du, ich könnte noch Großmeister werden? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Wie alt bist du? 26. Also, deine Chancen stehen jetzt nicht gut, aber sag niemals nie. Ich glaube ja, dass du zu erfolgreich bist als Twitch-Streamer und deshalb verbringst du halt die Zeit, die du sonst an deinem Schach arbeiten würdest, hier halt mit Blitzpartien. Und das wird natürlich der Weltherrschaft helfen, aber dem Großmeister wahrscheinlich nicht. So, wie machen wir es denn jetzt? Jetzt können wir ja echt schon hier links wie rechts. Ah, ich will dich nicht überfordern. Nee, überfordere dich nicht. Komm, Dame. Dame, du willst mich nicht überfordern. Oh Mann, okay. Ja gut, das ist wahrscheinlich der hier. Ey, ich blande doch gleich die Dame, ich kenne mich doch. Ach so, warte, hä? Das hier kann man schon bringen eigentlich, Chat. Ganz ehrlich. Okay, ich rechne mal kurz. Wir gehen hier hin, er geht hier hin, wir gehen hier hin, er taket. Ja, komm, dann machen wir doch so. Jetzt doch so. Hast du ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage gekriegt, ne? Dann steht er 5. Ja, ja, dann ist er fertig. Aber auch so haben wir ihn natürlich im Griff. Muss wir nur noch ein bisschen arbeiten. Ja. Ich sage erstmal Dame. Dame gefällt mir. Ja, wahrscheinlich den hier, ne? Ich? F2, klar. Hörst du gemischtes Hack? Ja, höre ich. Ziemlich regelmäßig. Also nicht ganz jede Folge, glaube ich, aber doch die meisten, weil ich gehört habe. Oh, 420 auf der Uhr. Felix Lobrecht ist ja wahrscheinlich sowas wie der moralische Bürgermeister Berlins inzwischen jetzt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich sag weiter Dame hier, gar nichts los. Dame, alles klar. Boah, lass mich kurz überlegen. Okay, also hat dir F2 ja nicht so gefallen. Doch, alles gut. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus mit der Idee hier. Mal schauen, was Benanimous überhaupt so vorhat, um sich da zu befreien aus unserem eisernen Grip. Ja, ich versuche so ein bisschen in die Kugelbuch-Anglizismus-Schule einzusteigen. Also man sagt einfach jedes zweite Wort Englisch, oder gibt's da ein System? Rook. Rook, okay. Gefällt mir. Kennst du eigentlich Eric Rosen und die ganzen Konsorten? Nicht wirklich. Ich bin ja neu im Streamer-Game. Also alle, die so mit denen ich schachmäßig nichts mehr zu tun habe, weil sie ein bisschen jünger sind, die kenne ich nicht. Also nur vom Namen. Ich sag wieder Turm. Okay, Schach? Oh mein Gott, warte mal. Haben wir jetzt kranke Tactics? Take, 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 take. Am Ende hängt halt immer der Turm-Chat. Ich sag's euch, wie es ist. Am Ende hängt er immer. Machen wir so, komm. Andersrum. Erst den Läufer taken und dann taken er zurück, dann taken wir den Bauern, dann ist Tschüss-Dame-Situation. Aber wir haben ihn natürlich trotzdem im Griff. Turm. Das Problem ist, die Dame deckt den Turm halt noch, deshalb gewinnen wir nicht so viel bei der Operation. Ja, ich habe hier irgendwie Dame. Dauerschach von der Saft. Er könnte sich jetzt noch ins Dauerschach retten, wenn er Glück hat. Herr, wäre hier nicht Dame schlägt G5 gegangen?
Er nimmt eine Dame, wir nehmen den Turm. Ja, aber dann haben wir wenig Material übrig. Dann haben wir einen Turm und eine Dame. Das will man ja meistens nicht. Ach, stimmt, lol. Scheiße. Ah, okay, ja, er tut uns den Gefallen, er nimmt zurück. Jetzt gewinnen wir. Dame. Ja, nice. Er hätte Dauerschlag geben können mit Dame, der Einschlag. Davor hatte ich Angst. Dame. Ja. Hm. Nichts blandern. Ganz wichtig. Spielen wir eben mit Zeitgutschriften, ne? Also er kriegt nicht irgendwie. Doch, 10 plus 5 spielen wir. Ach so, 10 plus 5. Ah, okay, dann kann ich gar nicht einfach auf Zeit gewinnen. Okay. Ah, alles klar. Ich sag trotzdem Dame natürlich. So, Jungs, gehen wir ins Endspiel rein, ja, wa? Gehen hier. Entschuldigung, ich muss so husten. Endspiel ist, warte, ich überlege gerade noch. Nee, Endspiel ist doch Quatsch, Jungs. Endspiel ist Quatsch. Wir gehen hier hin. Endspiel wäre nicht so gut. So, ich sag mal König auf doof. Machen wir. Jetzt erstmal wieder Dame. Dame. Boah, es könnte noch ein langes Spiel werden, ne? Ich habe die ganze Nachtzeit. Okay. 24 Stunden Stream, Jungs. Mach dich bereit. Kappa. Dame. Ich bin das ja ein Endspiel-Experte. Ja, okay. König. König. Opposition. Ich bin leider kein Endspiel-Experte. Tja, Bauer. Ich fürchte, langfristig haben wir hier Oppositionspech eher. Kurz nachdenken. Das ist Remis, oder? König. König, hm. Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier hingehen. Er geht in die Opposition und dann wird es hier so ein Perpetual. Könnte passieren. Jan, entspann dich. Im Endspiel ist Kugel eine Engine. ich bin total entspannt, ey. König. Ja. Frage ist, wollen wir noch was? Wir probieren nochmal Bauer, bringt nichts, aber wir probieren natürlich auf doof. Okay, Bauer, sagst du? Ja. Ah, hat er richtig gemacht. Okay, dann wieder König. Ja, wir müssen hier sein, ne? Ja, sonst kommt er hier rechts rein. Richtig. König, oh, ich will ihm eigentlich, ich kann ihm das Remis eigentlich nicht. Ey, wir können auch also versuchen. Aber dann verlieren wir erst das Problem. Kann ich auch nicht. Ja, König. Ja, Flaggen geht halt auch nicht, ne? Das ist schwer. Du bist ehrgeizig, das gefällt mir. Ich bin traurig. Na gut, hast du ja verdient, Ben Anonymous. Ja, es lag zum Teil an mir, zu 50%. Das war absolute Arbeitsteilung, also ich würde denken, es war um die 50%. So, sollen wir analysieren? Dein Chat will, dass wir analysieren. Aber wir können weiterspielen, wie du Spaß hast. Ey. Analysieren? Jungs, analysieren. Eins in Chat für analysieren, zwei für wir spielen weiter, Jungs. Boah, ich habe leichte Sitzbeschwerden. Ich habe so einen komischen Stuhl, wo ich nur auf so gespannten Seilen sitze. Weißt du, das ist gar kein richtiges Sitzpolster. Und manchmal hänge ich so in der Rille zwischen den Seilen. Und das wird dann irgendwann schmerzhaft nach einer Weile. Okay, das ist aber, du hast nicht so einen Streamerstuhl, ne? Du hast noch so einen Klappstuhl. Nee, jetzt, wo ich so, ist kein Klappstuhl, ist schon so ein teurer Stuhl hier, aber es ist halt alles so irgendwie so auf so Seilen gespannt, soll so ergonomisch irgendwie krass sein. Aber ich habe mir jetzt auch so einen Streamerstuhl bestellt, um noch jünger zu werden. Ja, der muss sein. Muss sein, gleich auch. Ja, ich würde sagen, dann spielen wir weiter. Alles klar. Analyse wird hier nicht genommen, Chat, könnt ihr klicken. Hier wird nur gespielt. Hier wird nichts analysiert, Jungs. Okay, was machen wir? Wollen wir mal gegen den richtig starken? Was sagst du dazu? Können wir machen. Okay. Oh, wollen wir mal abwechselnd ziehen, Jan? Können wir auch machen. Das wird nice. Okay, dann nehme ich den stärksten. Jungs, wenn wir Titelträger haben im Chat, fordert uns heraus. Wir nehmen jetzt den stärksten aus dem Chat, den allerstärksten von euch. Ist das aufregend? Das wird anders wild, Jan.
Und wenn wir den Stärksten aus dem Chat besiegen, sind wir dann König des Chats, wie funktioniert das? Sind wir auf jeden Fall König des Chats. Ja, bist du wahrscheinlich schon, oder? Ich weiß nicht, wie die Regeln das sind. Ja, mein Chat ist 800 Elo. Okay. Meiner auch gleich ungefähr. Ich hab's. Aber wir spielen ja, ich spiele auch meistens irgendwie so Pflanzen gegen Zombies und so. Ja, der Vasenmodus zum Beispiel, Jan, der gefällt mir außerordentlich gut. Ich habe deinen Chat gelesen, ich weiß, dass du keine Ahnung hast vom Vasenmodus, also das brauchst du ja versuchen. Ja, das ist so, schon, Jungs. Oh, wir haben einen Titelträger. Echt? Ja. Boah, das kann böse enden. Ich muss ja wieder 70 Mal klicken, dass ich bei der Partie bin. Ne? Ja, warte, ich hab's ja noch nicht. Jetzt. FM Satcho, kennst du den vielleicht sogar? Nee. Kennst du die GM? Ich weiß gar nicht, was FM bedeutet. Ich glaube, Feedermaster, die feeden immer rein. Ah, okay. So, ich bin da. Willst du anfangen? Ja, ich fange an, ja klar. E4. Ja. Meine Lieblingseröffnung ist ja Scotch Gambit. Ich sag's nur ganz kurz. Okay. Ja, nur mal nebenbei. Kugelbuch hat mittlerweile eine Freundin. Also schwer gegen Karokan. Oh, aber Karokan, gegen Karokan zu spielen ist richtig geil. Ich liebe es. Ich stoße ja ganz gerne rein hier mit E4, E5. Bist du der Reinstoßtyp? Ja, ja. Beim Karokan immer. Aber jetzt? Oh, jetzt Talvariation. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nicht, was Talvariation ist. Du findest es heraus. Ich glaube an dich. Talstraße kenne ich in Hamburg. Ich weiß nicht. Talvariation. Wir können auch in Short reingehen. Können wir in Short? Okay, gehen wir Short Way. Okay. Ich weiß echt nicht, was Tal bedeutet. Ist das Sprenger C3 oder was heißt das? H4. Ah, H4, okay. Bin ich dran? Bist du dran? Du bist dran. Okay. Jan, du bist dran. Okay, ich roch hier gar nichts los. Ja. What to do? Komm, wir machen mal den. Warum nicht? Machst nichts falsch. Moin, Sepale, grüß dich. Hast du eigentlich schon welche im Chat gesehen, die du aus deinem Chat kennst? Ich weiß nicht, ich lese meinen Chat nie. Spaß, es sind ganz viele da. Liebe Grüße. So, jetzt bin ich wieder dran. Ja. Ja, das wird dir nicht gefallen, aber. Ich will den Lauf ja nicht tauschen. Klingt verrückt, aber wir haben mehr Raum. Wir wollen hier keine Figuren tauschen. Das sollte ich mir vielleicht mal merken, oder? Figuren tauschen ist nicht immer das Beste. Ja, mal so. Wenn der Springer ja auf G6 schon steht, hier gleich nach F4 reinspringen kann und so, ich bin nicht so tauschmäßig unterwegs. Mhm. F6. Jungs, never play F6, ihr wisst Bescheid. Jetzt gibt's Action. Okay, wollen wir richtig auf Action gehen, Jan? Was sagst du? Ich nehme kurz einen Schluck Wasser. Okay, mach das. Alles klar, jetzt bin ich bereit für Action. Okay, let's go. Explosiv. Hast du den erwartet? Ich habe gehofft, dass das deine Definition von Action ist und nicht irgendwie so H4 oder so. Also hier ist alles im Blut. Okay. C4 ist Explosiv-Chat. Jawohl. Tom hat gesagt, Kugel ist im Monka-S-Modus. Ey, kannst du mir ein bisschen Twitch-Lingo beibringen? Das kann ich noch nicht so. Monka-S kann ich. Monka-W kann ich auch so halbwegs. Aber da weiß ich schon nicht. Sag mal Monka-W oder Monka-W? Kannst du beides sagen? Kann beides machen, okay. Das kannst du beides bringen. Was muss ich noch wissen? Kappa kann ich. Ja, Kappa musst du auf jeden Fall wissen. Ist ja Poggers, Pogchamp. Ja, Poggers kann ich auch. Aber Poggers darf man ja nicht mehr verwenden. Ne? Aber sagt man das einfach so, wenn man miteinander spricht, sagt man, ey, ist Poggers? Nee, das ist mega cringe. Ja, ne? Ja, finde ich auch, falsch. Also immer mal ein Zug, ja, irgendwas. Ja, genau. Omega Lull, Keg W ist auf jeden Fall auch Pflicht. Das ist dieser spanische Typ, der da so gelacht hat beim Interview. Ja, das war voll lustig. Was haben wir denn noch so? Was ich neu gelernt habe, ich weiß nicht, ob das so ein Twitch-Ding ist, aber mein Chat sagt jetzt immer, ey, Jan ist schon wieder salzig. Früher, wir haben einfach immer gesagt, so schlecht gelaunt oder aggro.
oder ein Arschloch. Aber man sagt wohl immer salzig auf Twitch jetzt, ne? Ja, ey, ja, warum bist du schon wieder so salzig? Ich glaube, das ist sogar von League gekommen, kann das sein? Chat? Salty kommt von League, oder? Ja, genau, es gibt auch so ein Salz-Emote. Okay, okay. Oh, ey, ich bin dran, ne? Ja. Wir spielen ja gegen den guten Spieler, da muss ich ein bisschen überlegen. Take, 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 take. Das ist ja Quatsch. Wir haben Bauern verloren, kann das sein? Ah, nee. Nee, wir greifen doch da hinten noch eine an, alles gut, alles gut. Das ist mein Nachdenkton so. Aber du spielst gar nicht so League und so, ne? Oder CSGO. Du bist eher so der Oldschool-Typ, ne? Ich bin eigentlich gar kein Gamer. Aber jetzt als Berufsjugendlicher muss ich natürlich so ein bisschen hier in diese Welt reinschnuppern. Aber eigentlich spiele ich tatsächlich, habe ich nur 10 Jahre lang Plants vs. Zombies auf meinem Telefon gespielt. Ne, League käme ich überhaupt nicht aus CSGO, auch gar nicht. Ich habe so viel Zeit mit Trash-TV-Gucken verbracht, wo ihr hier eure Counter-Strike-Feinde abgeschossen habt, dass ich da wenig mitgekriegt habe. Ich habe beides gleichzeitig gemacht. Ah, okay, das ist natürlich nice. Hier, ich mach mal Zug. Jetzt haben wir ihn doch. Ich habe letztens erst von Big Brother 11 geredet. Aber das ist Fabian, wir brauchen unbedingt noch einen Stream, bei dem Jan die Voice Commands und die Alerts hört. GG. Warum unbedingt noch? Ja, ich weiß gar nicht, wie man das machen kann, Okariot. Kennst du eigentlich meine Sound-Commands? Noch nicht alle, muss ich gestehen. Ich feiere die so hart. Hast du auch Sound-Commands? Nee, ich bin froh, wenn ich den Go-Live-Knopf drücken kann. Ne? Ja, und das ist manchmal schon schwierig für dich, gell? Das ist auf jeden Fall keine leichte Übung. Also, ich glaube, du bist. Ich meine, das Bishop-Paar ist immer gerne gesehen für Großmeister, ne? Gut alte Bishop-Paar. Man kennt's. Ab Mitternacht hat Jan sogar Internet. Ja, im Moment sind harte Zeiten hier. Heute geht's einigermaßen, aber ich hatte echt viel Ärger die letzten Tage. Ja, das ist immer richtig nervig. Ja, macht keinen Spaß, ey. Kugelbuch und Fabian Krane sind doch verwandt. Huch. Es gibt da eine gewisse Ähnlichkeit, muss ich sagen. Fabian Krane, auch großer Kugelbuch-Fan, sagt mir hier seit Monaten, ey, guck mal Kugelbuch, ey, ne, da wird was gehen. Kennst du Fabian Krane? Ich glaube, ich habe ein Video von euch beiden gesehen, wo ihr über die italienische Verteidigung, über Italienisch geredet habt. Genau, das war wer. Der hat auch so eine Brille wie ich, ne? Großer Fan von dir. Ja, ja, es gibt echt, gewisse Ähnlichkeiten. Erzählt mir ja immer von einem Kugelbuchstream. Nice. Ehrenmann. So sieht's mal aus. Und Jan, jetzt noch mal eine große Ansprache hier. Es gibt ja da so eine Angestellte von dir, die liebe Sonja. Und ich wollte einfach nur noch mal sagen, Sonja, ein sehr, sehr nettes Mädchen. Und also, was dann war das Teil der Vertragsverhandlung, um sie hier auf Twitch zu kriegen? Nee, ich dachte mal, ich spreche es mal an. Die freut sich bestimmt. Nee, aber sie hat mir schon viel von dir erzählt. Ich hoffe, nur die Wahrheit. Ja, nach dem Stream werde ich erstmal angerufen. Was machst du da? Okay, ich bin dran. Ja, warum eigentlich nicht den? Jungs, warum eigentlich nicht? D1. Ey, Tuxmania, danke dir. Ja, haut hier einfach mal Subs raus. Ach, du heilige Scheiße. Was trinkst du da eigentlich, Jan? Kaffee. Ich trinke mal Kaffee. Ach so, deswegen, ihr braucht ja auch einen Praktikanten bei Just24, ne? Ich brauche echt einen Praktikanten. Also, wobei ich will nicht, dass er zu mir kommt. Und ich sitze ja immer in meinem Keller. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr im Office. Ich habe hier so mein Backup-Office in meinem Keller. Aber brauchen wir auf jeden Fall. Hey, wenn ihr, keine Ahnung,
praktikantenaffin seid, dann kommt vorbei. So, bin ich dran? Ja, du bist dran. Das haben wir gleich auch, Kai, weil ich das immer so geil bewerbe, den Posten. So. Jungs, ey, es ist ein Praktikantenposten frei. Macht euch ran. ihr müsst gut Kaffee kochen können und kopieren. Das sind so die Hauptaufgaben. Kopieren, ganz wichtig. Faxgerät bedienen. Genau. Und Jan um 15 Uhr wecken. Nein, Mann, ich habe kleine Kinder. Ich bin immer 7 Uhr morgens wach. Deshalb ist mein Leben ja so hart, weil ich so früh aufstehe und dann hier den ganzen berufsjugendlichen Quatsch immer nach nachts machen. Ja, Kinder ist schon eine Lebensaufgabe. Hör mal auf. Kannst du Kinder empfehlen? Geh die Schreie bei Cringe. Nein, würde ich schon sagen. Ey, wenn man älter wird, natürlich hätte ich auch noch 10 Jahre auf meiner Couch irgendwie liegen können. Aber irgendwann fragt man sich ja auch, was soll der ganze Quatsch? Und ich glaube, mit Kindern fragt man sich das ein bisschen weniger. Fragt man sich andere Sachen, aber ich glaube, es ist schon sinnstiftend, so langfristig. Also ich denke, so 2 kleine Kugelbuch solltest du dir auf jeden Fall snacken auch. Okay, ja. Die sind teuer, ne? Sind sehr teuer. Das stimmt. Das, wenn du Kinder so rein unter finanziellen Gesichtspunkten siehst, sind sie wahrscheinlich minus EV auf jeden Fall am Anfang. Vielleicht am Ende, wenn sie was reißen, wieder gut. Aber erstmal ist es ein Investment auf jeden Fall. Bringst du eigentlich deinen Kindern Schach bei? Mein Sohn ist erst so, keine Ahnung, wie alt ist er? 8 Monate so, also da noch ein bisschen Zeit. Meine Tochter ist 4, die kann schon so einigermaßen die Regeln spielen. Ich fördere das nicht besonders, aber ab und zu, hier, wir haben irgendwo ein Schachbrett, ist sie da schachmäßig unterwegs. Aber ich will ja eher, dass sie so was mit Nachdenken macht. Ja, aber so hier Figuren hin und her ziehen. Wir machen viel Puzzles und so. Jungs, alle einmal ein Herz in den Chat. Sonja ist da. Alle mal ein Herz in den Chat schreiben. Oh, jetzt wird es ein bisschen aufregend hier. Jetzt werden wir nervös. warte mal, blandest du gerade? Zum Glück bin ich dran, dann kannst du dich jetzt hier nicht mit dem Zug her. Kannst du nichts Falsches tun. Und den habe ich aber auch schon gehavert. Der Chat hat's gesehen. Das stimmt, du warst echt hart am Havern. Jetzt bist du dran. Da hängt aber alles bei ihm gerade. Die Frage ist, ob das greedy ist. Oh, das ist greedy, Jan. Das ist greedy, den Bauern zu nehmen. Ist es greedy? Das ist selbst greedy, ja, ja. Machen wir mal. Rooklift geht immer. Weiß ich nicht. Rooklift muss ein bisschen auf die Nightfog aufpassen. Ich sag's, wie es ist. Okay. Ach so. Nee, hä? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber machen wir. Machen wir. Das basiert auf Gegenseitigkeit die meiste Zeit. Ich wollte nur nicht, dass du Turm D7 spielst, wegen Springer F8. Chester Nüger sagt, Jan, organisier Kugel mal einen Startplatz beim nächsten Zugzwang-Turnier. Nee, Kugel ist zu gut. Zu stark für Zugzwang. Ja, das sind alles Schachanfänger da gewesen, ne? Wobei ein paar hatten schon ein bisschen Ahnung, aber sonst? Ich glaube, Maxim hat gewonnen, ne? Maxim hat gewonnen, ja. Also Matteo hat die erste Staffel gewonnen, Maxim die zweite Staffel. Also die werden natürlich immer besser, aber es ist schon kein Kugelbuchniveau. So. Das tut weh. Naja, nicht wirklich. Nicht wirklich, sagt er. Okay, wir können natürlich den spielen. Machen wir mal. Meinst du, er macht hier mit beim Rookswap oder eher nicht? Ich hoffe doch. Also mehr habe ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Sonja, ich habe ein gutes Wort für dich eingelegt, wie vereinbart. Mach die Kameras aus. In welche, ihr seid zu sexy. Wo soll's sein? Heute liebe für Jungs denken. Sonja hat ja sowieso immer Freifahrtschein zu arbeiten. Meistens sagt Sonja ja keine Zeit hier, ey, die Tage bin ich busy hier, Jurastudium. Dann habe ich gesagt, hier, ich mache Kugelbuch, Science-Stream. Kann ich leider nicht. Also insofern musst du da ja gar kein gutes Wort einlegen, oder? Jetzt was fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness? Ja, oder Sonja ist sowieso, ne? Ich merke schon, das ist hier.
Kompliziertes Thema. Ich verstehe die Dynamik noch nicht ganz genau, aber es wird auch immer so still, wenn das Thema auf Sonja kommt und deine Stimme klingt irgendwie anders. Ja, ich bin immer ganz aufgeregt, Jan. Was ist da los? Ist das? Ich bin ganz wie ist Stand der Dinge? Die Leute wollen Informationen. Ey, das kann ich, ey, Jan, jetzt mach nicht einen auf den. Okay, es geht zu weit. Nein, entschuldige, ich nehme das zurück. Hier, komm, ich nehme den Turm und das zurück. Oh Mann, Jungs, ich werde hier richtig rot. The Kugler, finde ich schlecht. Ich arbeite ja in meinem Showkonzept The Chesseler. Vielleicht kann man das verbinden. The Kugler ist The Chesseler. Ey, ich habe letztens drüber nachgedacht, wie du heißen würdest, wenn du Rapper wärst. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Ich hatte erst vielleicht gedacht, so Elb-Andi. Okay. Weißt du, so wie wegen Elb-Andi und Elbe. Ja. Aber dann fiel mir auf, dass ich ja gar nicht Andi heiße, dass es deshalb nicht viel Sinn macht. Das stimmt. Dann mein bester Freund Varion, der mit den 10 Millionen YouTube-Abonnenten, hat gesagt, dass Jan G eigentlich schon krass genug ist. Also, ey, das war meiner. Vielleicht hat Varion das von dir geklaut. Vielleicht, der guckt meinen Stream. Ja. Das kann sehr gut sein, auf jeden Fall. Ach, oh, ich dachte gerade, ich habe einen Blunder gemacht, aber den, ja, was hast du da gemacht? Das war ich. Jan Delay ist ja leider schon vergeben. Sonst so mit meinem Internet wäre Jan Delay natürlich auch guter Rapper. Aber Varion, hat er nicht auch Schach gespielt? War der bei Zugzwang? Varion war Zugzwang Staffel 1, nächste Zugzwang Staffel auch wieder dabei. Ah. Also Varion ist sowas von Schachhype. Nice. Offene Linie. Ich glaube, das stimmt nicht. Ah, nee, nimm mal zurück. Können wir zurücknehmen? Ja, genau. Mausslip. Jetzt Mouse fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Oh Gott, ich glaube, ich mache das. Ja, FM Sacho. Oh, erlaubt er? Ehre. Der Läufer ist angegriffen. Lass mal den Läufer behalten. Ey, auf doof. Ach, stimmt, ja. Machen wir mal den hier. Können wir wieder? Nee, zweimal zurücknehmen ist schlecht. Tom Exile ist schon bekannt, weil es beim nächsten Zugzwang-Turnier mitmacht. Ja, Varion auf jeden Fall am Start. Das können wir, glaube ich, schon verraten. Zeigst du Jan eigentlich noch Schachbrett? Soll ich dir mal mein Schachbrett zeigen, Jan? Ey, zeig mal dein Schachbrett. Wobei, ich kann deinen Screen im Moment gar nicht sehen, aber ich kann mir hier irgendwas öffnen. Okay, mach das mal. Es ist ein handgeschnitztes Schachbrett aus Kuba. Krass. Mit einer krassen Technik. Nee, aber meine Eltern. Ah, okay. Da haben sie den Schachbrett mitgebracht. Nice. Das hat eine Technik, siehst du es? Warte einen Moment. Ich muss ja Twitch öffnen, weil ich kann ja dein Video nicht sehen. Discord. Ja, warte. Ich habe hier jetzt... Jetzt sehe ich. Wahrscheinlich ja. So ein bisschen zeitverzögert. Hier, das ist mein Schachbrett. Das ist ein bisschen klein. Aber ja, jetzt kommt der Clou. Echt sehr klein. Okay, ich gucke. Guck immer noch. Ja, guck. Es geht auf jeden Fall gleich. Safe. Ja, so. Es ist ja total einfach und intuitiv zu öffnen. Ja. Es funktioniert halt auch einfach. Es ist eine Killer-Konstruktion. Ja, es funktioniert. Jawohl. So, ich bin schon wieder dran. Ne? Was machen wir mal? Machen wir hier auf Leistung oder noch nicht auf Leistung? Komm, wir machen jetzt auf Leistung hier. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ey, mach mir mal krasseren Hintergrund. Du hast bestimmt einen krassen Hintergrund. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das geht. Ah, okay, sagen wir. Ja, dann ist es kompliziert. Das sieht mir auch noch nicht so lange. Ah, ist klar. Liefer ich nächstes Mal mit. So, jetzt müssen wir hier auf Leistung. Auf Leistung, sagt er. Ja, ich weiß auch nicht genau wie. Ich habe ehrlich gesagt nicht so drüber nachgedacht, aber ich habe das Gefühl, hier geht was. Ja, Gefühle sind immer ganz gut. Ja, das haben wir eben gesehen. Jungs, wir dürfen ihn jetzt nicht enttäuschen. Das ist jetzt eine kritische Position und bei Critical Positions muss man sich schon Zeit lassen. Critical Positions muss man sich auf jeden Fall fokussen, ey. Das ist ganz wichtig. So, 1000 Viewer hier. Ist das Rekord wenigstens? Das ist auf jeden Fall Rekord, ja.
Bam. Ich glaube, Rekord war 830 oder so. Ohne Raid. Zerberstet den Rekord. Ey Jan, ich mach dich jetzt unglücklich. Ich hoffe, das ist dir jetzt bewusst, ne? Das ist nichts Neues für mich. Jetzt fragt man sich natürlich. Ey, da drin bin ich auch richtig gut, ne? Ist das eine Schwäche? Leute unglücklich machen, das kann ich gut. Sonja, guckst du noch zu? Sonja, der Chef hat gecallt. Nee, Läufer 10-5 wollte ich tatsächlich auch machen. Gut gespielt. Echt? Ja. So, jetzt. Oh nee, ich muss schon wieder Fokushose, ne? Aber hier geht doch was. Wir wissen doch beide, dass hier was geht. Ja, ich sehe es auch schon. Aber ich sag's nicht. Ich sehe es noch nicht, aber ich sag's, sobald ich sehe. So, dahin, dahin. Ja, es ist echt. Hast du den Casio noch am Start? Ich habe ihn am Start. Okay, dann auf doof hier. Oh ja. Schön, sehr schön. Wisst ihr, wen ihr mal einladen könnt? Jan? Und zwar? No Way For You. Der ist auch. Sagt mir nichts. Sagt dir nichts? Nee, ist das hier ein LOL-Caster? Das ist kein. Nee, ist kein Caster, aber ist ein LOL-Spieler, LOL-Streamer. Der ist auch. Der mag Schach auch. Ist ja Schachhype, habe ich gehört, ne? Also viele Leute hier sind am Wegschachen gerade. So, jetzt musst du hier die Fokushose nochmal ganz, ganz eng ziehen. Ganz eng, ja. Mit engen Sachen haben wir es. Warte mal, okay, warte mal. Ich gehe hier. Oh, dann ist aber Schachmatt, Chat. Das heißt, wir müssen jetzt die Qualität opfern? Nein, 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 keine Panik. Keine Panik. Ist ja fesselmäßig. Ach so, wow, ich bin ja wir gehen hier, Schach, hier. Aber wir haben halt Glück, dass die Dame da steht, ne? Haben wir Glück? Haben wir echt Glück. Sonja, bist du noch da? Jetzt fragt man sich natürlich, Chef hat, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Will dir was sagen? So, jetzt nicht, Sonja, Zeit, jetzt wichtiger Zug her. Und du musst sie machen. Wichtiger Zug. Ja. Ist es so ein Zug, der denn das Spiel gewinnt für uns, oder? Naja, da möchte ich mich nicht zu äußern. Noch ist Drops nicht gelutscht, aber die Dame fesselt ja den Turm und ich würde das gerne beibehalten. Dame fesselt den Turm, ja. Achso, die Dame pinnt den Rook, wollte ich sagen, sorry. Nein! Jetzt verstehe ich's. Warte mal, wenn ich jetzt hier hingehe. Naja, wir müssen ja auf der Diagonale bleiben. Hier tauschen wir Damen, das ist Quatsch. Hier blandern wir die Dame und das ist der einzige Zug, der den Turm noch pinnt. Dann machen wir den doch. Ja, da guckst du blöd, FM Satcho, ne? Schön weggepinnt hier. Ja, du hältst nicht viel von FMs, ne? Sind nicht deine doch, Liga. Doch, natürlich. Ich habe Respekt vor allen Schachtitelträgern. Außer CMs. Auch vor CMs? Nee, CMs nicht. Das wollte ich aber gerade sagen, Jan. Also, irgendwann ist auch mal gut. Irgendwo muss man hier einen Strich ziehen. Aber wieso ist das eigentlich so? Nein, ich mache ja nur Spaß, ey. Ist doch schön für jeden, wenn man internationalen Titel in irgendwas hat. Ist super, ey. Ja, aber das ist ja in der Schach-Community wirklich so, dass der CM-Titel ein bisschen lachhaft angesehen wird, oder? Ich glaube, der ist relativ neu und der wird vielleicht so ein bisschen als Cash-Grab gesehen vom Weltverband. Ich glaube, dadurch könnte das kommen, dass er nicht so ernst genommen wird, dass die Leute sich sagen, ey, FIDE will doch nur hier noch irgendwie Titel verkaufen. Weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ich glaube, CM ist noch nicht so lange, dass man den irgendwie erwerben kann. So wie AGM, ne? Kennst du AGM? Nee, was ist das? Arena-Großmeister. Okay, ist so ein Online-Titel. Gibt es die noch? Oder sind die die sind noch... ich glaube, die werden nicht mehr verliehen, aber die sind halt offiziell von der FIDE, werden die verliehen. Ja, verstehe. Also ist nicht auf Lebenszeit, sondern nur verliehen. Genau. So bin ich. Ja, zum Glück bist du dran. Zum Glück bin ich, obwohl dann... Ja, ich... Na, komm her. Ich lass dir hier den Gnadenstoß. Ja, dann gehen wir doch fürs Mattbild. Ich glaube, es ist unser erstes Schachmatt heute. Jan.
Das war ganz großes Tennis. Das ist Sky. Und dann auch noch gegen den Titelträger, ey. Geil. Chat, wir haben den Titelträger bezwungen. Jetzt fragt Chat, man sich natürlich, 1000 Zuschauer, Titelträger bezwungen, was ist da los, ey? Und Sonja ist da, also besser kann Sonja ist da. Okay, Jan, hast du Bock, eine Maske aufzuziehen und blind zu spielen? Boah, ich bin müde, aber ja, können wir machen. Können wir dann irgendwie, spielen wir da gegeneinander oder wie funktioniert das? Meine Masken, die meisten haben ja hier so Augen, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ich weiß noch nicht, ob ich es mit den Kopfhörern, ey, es wird echt nicht leicht. Ich arbeite dran erstmal. Mach das mal. Jungs, wir machen mal Wetten an. Ihr könnt jetzt wetten, ob wir gegen Jan gewinnen. Er spielt blind, aber wir spielen natürlich nicht blind. Ich würde sagen... So will ich noch was sehen, aber ich kann meine Maske ein bisschen verschieben, dass ich nichts sehe. Jetzt nur die Frage, ob das laut genug ist, so unter Maske Kopfhörer, aber eigentlich muss ich ja auch nichts hören. Du musst ja nur hören, was ich für Züge ansage. Ja. Okay. Ich kann vielleicht hier noch so ein bisschen so mundfrei. So trägt man seine Maske eh in Corona-Zeiten. Mund im Rauch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das überhaupt machen. Das musst du organisieren, also ich weiß nicht. Ich habe ja keinen Account hier, vielleicht kannst du irgendein Brett erstellen, so keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, warte. Stellung aufbauen. Boah, ist auch doch ein bisschen unbequem. Ey. Ich glaube, ich setze die Maske erst so richtig auf, wenn du es hier aufgebaut hast. Ja, warte. Vielleicht kann ich so tragen. So. Ja, ich glaube, so wird es gehen. Ich glaube, ich bin ready. Bist du ready? Ich bin ready. Ich finde es mich gerade modisch ganz gut, so mit Maske so auf dem Kopf. Deshalb ey, du siehst klasse aus. Das würde ich auch ne, zum aus, Einkaufen. Oder? Kann man, glaube ich, ja, auf jeden Fall ganz normal bringen, stylmäßig. Okay, alles klar. Sind wir ready? Dann vermaske ich mich wieder hier. Okay, die Wetten. Willst du sie hören? Wie viel auf mich wetten und wie viel auf dich wetten? Ja, die werden schon alle auf mich wetten. Ich bin Großmeister. Ne? Aber ich bin Bademeister. Okay, ich bin weiß, Jan. Alles klar. Das heißt, ich spiele E4. Okay, ich mache E5. So einer bist du, alles klar. E5. Ich spiele Springer F3. Springer C6. Meine Notation ist ja auch anders schlecht. Okay, Springer C6. Jungs, wenn ich irgendeinen Fehler mache, dann schreibt bitte in den Chat rein. Weil sonst ist natürlich Quatsch. Schottisches Gambit wäre Fehler. Mache ich jetzt auch. D4. Jungs, wir sind drin. Er schlägt D4. Oh, das ist eine Theorie. Ey, ich habe das gegen Sonja oft gespielt und ich sag dir, bis zum 30. Zug sind wir drin. Okay, Springer C4. Bischof C4. Bischof C5. Oh, Bischof C5, nice, gefällt mir. Okay, jetzt gibt's natürlich mehrere Varianten, die wir spielen können. Ich spiele mal... Ja, man kann jetzt Castle und man kann jetzt hier C3 spielen. Aber C3, dann... Man kann auch C3 spielen und dann Castle, actually. Achso, ja genau, C3 und dann Castle, machen wir so. Achso, war schon falsch, warte mal. Bischof C5 hast du gespielt, ne? Habe ich gemacht. Ah ja, okay, warte, dann war mein Fehler. ich spiele C3. Springer F6. Springer F6, okay. Oh, dann gefällt mir jetzt schon die Stellung. Sehr schön. Oh, die hatte ich letztens noch auf dem Brett, ne? 1-1. Marcel Davis. Okay, 1-1 gegen Marcel Davis finde ich gut. Lange nicht gehört. Marcel Davis Jokes. Ja, sowieso. Finde ich vertrauenserweckend. what to do actually? Okay, ich take hier, er take hier, ich take hier. Double take. Komm, ich mach einfach mal den. Was soll der Geiz? Wir gehen rein. Du siehst ja nicht. E5. Ich mach mal D5 auf Dorf. D5. Okay, den nehmen wir raus. Ente passente. Ente passente, ich lerne so viel Neues dazu. Sekunde, ich muss mir erstmal überlegen, wie es steht. Was dann hat E4, 5, Spreng, 3, Spreng, 6, Chat, ganz ruhig sein, er muss sich konzentrieren. E4. Nein, ich kann euch doch nicht sehen, Chat. Läufe C5, C3, Spreng, 6, C. E5 hast du gespielt, D5, E schlägt D6, ey. E schlägt D6 ist auch anders wild. So. Dame schlägt D6, oder? Dame schlägt D6?
Ja. D6 meinst du, gell? Ja. Da steht D6. Okay. Jo, eingeloggt. Warte mal. Take. Funktioniert ja gar nicht, Chat. Funktioniert ja gar nicht. Chat, habt ihr euch verzählt oder was? Wir machen Castle. Kingside. Okay, bin ich dabei. Ich mache auch Castle Kingside. Sonja setzt auf Jan, hä? Sonja. Sonja kennt sich aus im Schatten. Ja, aber die macht zu wenig, Jan. Die macht zu wenig. Meinst du? Ja, die macht zu wenig. Ich sag dir, wie es ist. Was macht die den ganzen Tag? Die lernt. Imagine. Okay. Vielleicht vernünftig. Ja, wahrscheinlich sogar. Wobei so Sonja Twitch-Channel würde gleich schon auch crushen, meinst du nicht? Oh ja, ich habe ja auch einen Crush. Oh, schön spät. Kappa. Ah, wobei. Ah. Ah, das Kappa klang aber so ein bisschen leise. Okay, ich habe Bischof G5 gespielt. G5. Ich mach mal Bischof G4. Bischof G. Ja, funktioniert, okay. Schön. Wenn du die Stellung nicht mehr im Kopf hast, ich sag sie dir gerne an. Gar kein Thema. Klar, das ist nett. Okay, Sonja meinte zu mir, ich muss die Stellung so kompliziert halten wie möglich. Dann habe ich eine Chance. Ja, aber auch so einfach wie nötig. Ich meine, was spricht gegen H3? Wir machen H3, Jan. Spricht auf den ersten Blick nichts dagegen. Auf den zweiten Blick dagegen. Läufer schlägt F3. Weiß man nicht. Ist es dein Zug? Ist mein Zug, Läufer schlägt F3. Okay, dann nehme ich raus mit Dame. Dann mache ich Springer E5 auf doof. Springer E5, okay, er geht rein, Jungs. Springer E5. Ja. Also Knight in the middle, wie du sagen würdest. Hm. Aber du hast die Stellung noch im Kopf, gell? Nee, ich sage aber irgendwas. Huch, stopp. Wieso, Jungs, was ist los? Springer ist auf E5. Ach, E5, oh, mein Fehler. okay. Okay. Ich sehe schon, was du hier alles drohst. Ich frage mich, was gerade passiert ist. Wahrscheinlich hast du ja aus Versehen Springer D5 gespielt oder so, ne? Ich habe Springer E4 gespielt. Ah, okay, auch nicht gut. Nee, Springer E5. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich mich gerade sehr zurücklehne, weil ich meinen Bauch sehen kann. Ist mein Bauch im Bild? Ich habe so ein bisschen die Hände davor. Nee, noch sieht man ihn nicht. Das glaube ich beruhigt. Hast du Weihnachten richtig reingehauen? Ich bin Corona-mäßig, ich bin ja normalerweise auch Disco-Pumpe, aber ich habe nicht so das Zuhause-Sportregime nicht so krass, wie ich es gerne hätte. Das heißt, also seit November, seit Fitnessstudios zu haben, lasse ich doch sehr schleifen. Okay, ich spiele Dame E2. Okay, dann spiele ich Bauer nach D3. Bauer D3. Ja, was wollen wir da jetzt machen, Jungs? Ganz ehrlich, hilft ja nichts. Figur ist weg. Wobei, Figur ist vielleicht gar nicht weg, Jungs. Ich habe eine Idee. Es liegt halt daran, dass die Fitnessstudios zu haben. Wie soll man eine Figur halten? Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine D3. Schwäche? Was könnte jetzt die kugelsche Idee sein? Du willst so pinnen, aber das klappt doch nicht. Das Springer D3. Du nimmst mit Springer raus. Einfach Orangensaft. Das kommt noch. Okay, du hast mit Springer genommen, ne? Habe ich gemacht. Okay, jetzt kommt. Hast du wahrscheinlich schon gerechnet? Ich. Okay, warum funktioniert das nicht, wenn ich das mache? Jungs, mein Plan ist der hier. Ihr wisst Bescheid. Ich zeichne es gerade ein. Ja, ja, Turm D1. Ja, ich kann einfach Turm D8 spielen. Ich kann mir auch Gedanken machen, ob ich hier mehr auf Action einmache. Ja, okay, Turm D1, komm. Was soll der Geiz? Leistung. Ja, ich glaube, ich mache
Turm A nach D8. Turm A nach D8, okay. Weil jetzt kommt nämlich der Clou, Jan. Ich weiß nicht, ob du das mitgerechnet hast. Habe ich. Jetzt kommt nämlich, oder? Ah, warte mal. Okay, warte mal. Wenn wir jetzt hier reinnehmen würden, Konjunktiv, da verhaspel ich mich direkt, man kennt's. Wir nehmen hier rein. Er nimmt hier, dann hängt ja der hier, Jungs. Ah, aber geht die Variante vielleicht noch weiter? Ich gehe hier, er nimmt hier, hier. Hier. Kommt der? Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, ich sollte auch öfter mal Pflanzen gegen Zombies spielen. Das scheint ja wirklich... Hey, Pflanzen gegen Zombies ist Killer. Vor allem Vasenbrecher, endlos. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Recht. Boah, ist zu spät zum Angst haben. Jungs, wir sind ja gerade auf dem Analysebrett, ne? Ich habe die Engine aus. Ey, ja. Diese Maske zieht mir hier ganz schön so hier. Ja, Maskenpflicht. Bei mir im Stream ist Maskenpflicht. Ich trage sie genau falsch rum. Ja, okay, komm. Was soll der Geiz? Ich nehme deinen Springer auf F6 mit meinem Bishop. Komm, damit schlägt der F6. Da haben wir auch nicht den ganzen Tag Zeit hier. Ja, okay, dann nehmen. Okay, lass. Okay, ich take hier, er geht wahrscheinlich hier. Dann gehen wir aber einfach hier. Was soll denn der Quatsch hier? Machen wir. Okay, Turm schlägt. Wobei, du wirst ja was dabei gedacht haben, ne? Warte. Ich habe was dabei gedacht. Turm schlägt D3. Turm schlägt D3, du nimmst raus. F7 ist ja alles gedeckt. Okay, Turm schlägt D3, komm. Hä? Turm schlägt D3 geht nicht. Wie meinst du? Achso, du hast schon mit deinem Turm genommen? Ja, also, oder achso, du meinst Turm schlägt D3, mein Turm schlägt D3. Ich dachte, das haben wir schon gemacht. Ja, okay. Du hast das genommen auf D3. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja gut, dann nehme ich zurück mit du kleiner Wichser. Wenn ich den jetzt das nehme, dann kommt hier, Ey, du bist ein Schlingel. Schlingel ist okay. Hast du die Wichser-Diskussion bei Couple Challenge mitgekriegt? Huch, nee. Was ist da passiert? Ich weiß auch gar nicht, ob jeder Mensch Couple Challenge guckt, aber ich gehe mal davon aus, Couple Challenge ist so ein Trash-TV-Format. Ich weiß gar nicht, was läuft auf TV Now. Aber es gab viel Streit wegen des W-Wortes. Oh. Daniele meinte, es gibt zwei Beleidigungen, die kann man überhaupt nicht sagen. Doch. Das habe ich gesehen. Auf TikTok. Ich habe Springer A3 gespielt. Daniele Negroni, gell? Oder wie der heißt? Ich weiß nicht, ein anderer kann gut sein. Er ist lauter Typ. Achso, du hast jetzt also nochmal für mich, damit ich es verstehe. Du hast Turm schlicht D3 gemacht, ich habe Turm schlicht D3 gemacht und dann hast du Springer A3 gespielt, ja? Yes. Klar, dann bin ich jetzt ja turmmäßig erstmal gut unterwegs. Ja. Dann spiele ich hier Turm F nach D8. Turm F nach D8, okay, du doublest. Gefällt mir ja erstmal. Double. Aber du hast Backrank-Probleme, mein junger Mann. Ja, ich habe ein bisschen Backrank-Probleme und Backprobleme. Immer im Alter kriegt man langsam Rücken ein. Oh ja, das stimmt. Boah. Sekunde, ich habe ja auch Kabelprobleme, das ist blind nicht so leicht zu finden. So, geschafft. Ja, okay, dann spielen wir einfach mal Springer C2. Okay. Ich mach mal Turm D2 auf doof. Ich glaube, das ist hier schon, ich hol den Franzosen raus, Situation. Ich kann zum Glück nichts sehen, also hol raus, was du möchtest. Ja, dafür setzt du die Maske doch ab, ich kenne dich doch. Ja, gut, Jungs. Wir haben Fehler gemacht. Sag's euch, wie es ist. Wobei. Dame C4, explosiver Zug. Oh, explosiver Zug. Aber merkst du selber, ne? Merkst du selber, oder? Nee. Dame schlägt F2, Schach. Ah, ja, ich merk's. Okay, ich biete mal Remis an. Kann ich nicht machen. Ist matt im nächsten Zug. Okay, König H1. Dame schlägt G2, Schach. Ja, okay, GG. Jungs, GG in den GG. Chat für Jan. Großmeister himself. Spielt blind,
Ich weiß nicht, ob. Jungs, habt ihr geguckt? Hat er geschmult? Nee, ne? Hat er nicht. Hat er alles safe gespielt, ja, ne? Was geht? Er ist wieder fertig. Setz meine Frisur noch, lass mich checken. Ja, geht's. Aber jetzt mal Real Talk, die sieht gar nicht so aus, als wenn da so viel Gel drin ist. Ja, das ist ja auch das. Das ist ja auch das Invisible Look Gel. Ich zeig die Marke nicht. Aber es ist Invisible. Oh. Kannst du empfehlen, krass, ja? Oder? Dafür sieht man es nicht. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt ja. Ich muss ja erstmal Salzspray testen, aber grundsätzlich, ey, Invisible ist auf jeden Fall gut. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine. Johansi fragt, Jan, wie hat Kugel deiner Meinung nach gespielt? Naja, es war schon dominant von mir, machen wir es nichts vor. Ey, Jungs, ich kann jetzt natürlich auch nicht meinen Gast hier in Grund und Boden spielen, das geht ja auch nicht. Kannst halt auch nicht machen, ist ja auch normal. Das ist eine ganz normale Gastfreundschaft. Das auf jeden Fall. Willst du noch mal abwechselnd spielen, Jan? Können wir machen. Kugelbuch ist der Schachweltmeister der Herzen kleiner als 3. Ich habe 2 Kaffeetassen, beide kalt, beide noch so einen Schluck drin. Also ich kann die zurück zusammenkippen, einfach. Ja, mach. Trau dich, Jan. Du bist doch risikobereit. Ich bin echt nicht so der Risikotyp. Wenn das jetzt alles explodiert, dann okay, ich bin im Spiel gegen Mö hier. Das ist der erste Sub auf meinem Channel. Verrückt. Der allererste. Jetzt Kugelbuch blind. Nee. So, was soll ich tun? Ich bin da. Okay, ja, ich würde sagen, du fängst mal an. Alles klar, hier, komm. Breaking News. 13-Jähriger beleidigt GM. Eine Frage bleibt, wird es das W-Wort als Voice Command geben? Mehr auf Seite 5. Danke dir für die 100 Bits, Okariot. Ich weiß nicht, ob das als Sound Command geben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Oh, komm. Ey, Jan, bitte. Oh, ich liebe dich. Machen wir. Wir sind hier in Theorie, Jan. Er hat jetzt noch 3 Züge, normalerweise. Krass. Bisschen aufregend. Das ist mega aufregend. Imagine, wir machen jetzt hier dieses. Du kennst ja die Trap, ne? Ich kenne die Trap nicht. Wie geht die Trap? Wenn wir die Dame opfern? Wenn er hier. Wenn er D3 spielt und dann Bischof G5 und dann taken wir. Ah, okay. Krass. Kenn ich nicht, ja, ich bin Großmeister. Ey. Ich jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Kann man sich so einen GM-Titel kaufen? Bestimmt. Hast du da ein paar Seiten für mich? Ja. Boah, Vernichtung, uns, Jan. Oh mein Gott. Und das ist ein Sub von mir. Crazy. Da bin ich gerade etwas enttäuscht. Hat nichts gelernt. All die Jahre hier Kugelsub und dann sowas. Ey. Aber echt. Mö hier, wir müssen nochmal reden im Discord. Nach dem Stream. Gibt's ein Kugelbuch Discord-Server? Yes. Hast du verschiedene Channels? Was hast du so für Channels? Was wird da diskutiert? Ich habe den General Channel. Da wird halt über Gott und die Welt geredet. Dann gibt's einen Off-Topic-Channel. Da wird über Off-Topic geredet. Okay. Und dann gibt's halt die Spielersuche. Dann, ne, kannst du halt ein paar Leute suchen zum Spielen. Ja. Und der Läufer steht ab 2 übrigens für nächstes Mal ist noch krasser. Also Sprecher ab 2 ist auch gut genug. Aber Läufer ab 2 ist noch krasser, glaube ich. Wobei er Sperr 2 ist. Ja, das Ding ist, wenn er jetzt Dame F3 spielt, dann haben wir dieses geile Doppelschach auf H3. Ah, ja, habe ich gesehen. Das ist mega nice. Aber was krass ist, wenn du Läufer F2 machst, er spielt König H1, dann Dame G3. Das ist sehr gemein. Er schlägt Springer und dann Dame H4 ist matt. Ja, muss ich mal testen. Ich muss doch gestehen, wenn du so viele Notations machst, ne? Ich weiß, bisschen zu viel runtergerattert. Ich kann gleich nochmal zeigen. Aber bis jetzt haben wir doch alles richtig gemacht, oder? Bis jetzt läuft's. Das ist auch ein klassisches Muster. Okay. Bei dir läuft ja Twitch auch momentan, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Bei mir läuft ja kein Internet, ist das Problem. Deshalb läuft nicht so viel. Aber ja, ich bin ja gut hier.
Ich lasse nicht so raushängen, aber Nummer 1 YouTube Gaming Trends, ne? Echt? Geht schon einiges, ja klar. Ja, nicht mein wirklich ich. Die Among Us Streams hier. Ah. Ihr könnt ihr beide im gleichen Spiel ziehen. Ich habe mich ja eingehackt in den Kugelbuch-Account. Ich habe jetzt Kontrolle über den Kugelbuch. Ja, er ist quasi, ich bin seine Marionette quasi. Das ist ein denkwürdiger Tag. Huch. Warum das denn? Weiß ich auch nicht. Ganz normal. Er steuert die Kugel. Aus. Achso, wir sind am Zug. Scheiße. Du bist dran. Oh mein Gott. Warte mal. Ich glaube, ich kenne hier den Hauptzug. Ich glaube wirklich, jetzt nicht erschrecken, aber ich glaube, das ist der Engine-Zug, Jan. Schau hin. Glaube, nee, nicht so weit, nicht so weit. Ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Läufer G4 wäre krass gewesen. Läufer G4? Ja, das habe ich auch versucht zu rechnen, aber ich habe keinen Matt gesehen, Leute. So. Ich sehe immer noch keinen Matt. Wir machen das schon. Ja, ich sehe es noch nicht. Oh, Verzweiflung. Das ist echt pure Verzweiflung. Ja, eine Verzweiflung. Der Entity schon rein. Huch. Oh Gott, jetzt bin ich dran. Kannst du nicht machen, Mohir. Ist doch gleich matt. Das kannst du nicht machen, Minjung. Ah, ja. Oh mein Gott. Er hätte uns matt setzen können. Nee, ich kann Panik. GG? Alter. Oh Mann. Siehst du es eigentlich, wenn ich ins Analysebrett gehe? Und wenn ich da Züge mache? Also wenn du jetzt auch aufs Analysebrett klickst. Worauf muss ich klicken? Ich weiß nicht, wo ich hier klicken muss. Rechts, neben dem Brett, Analysebrett. Ja, klicke ich. Siehst du das jetzt, wenn ich hier die Züge mache? Ich sehe nur die Stellung. Machst du gerade irgendwelche Züge? Ja. Sehe ich nicht. Aber ich kann es im Stream sehen, nur ein bisschen zeitverzögert. Das war gar nicht der Engine-Zug hier. Ja, gut. Läufer G4 sah gut aus, ja. Läufer G4. Mhm. Und wenn ja, er nimmt... Auf, ja. Das war die Bauer Idee. Nimmt, ist Dame H4 Schachmatt. Oh mein Gott. Und wenn er mit der Dame nimmt, ist Dame G1 Schachmatt. Du weißt, wie ich meine? Du warst aber auch gut in Mathe damals, ne? Nee, Mathe war ich nicht so doll, aber... Nee, ich glaube, Schach und Mathe-Skills haben nicht so viel zu tun. Ich glaube, Schach ist eher so Sprachskills, die sind eher verwandt, weil das auch so alles, ja, so Mustererkennungsding ist. Also ich glaube nicht, dass Schachspieler automatisch so krasse Mathe sind. Du brauchst vielleicht mal so einen Sattelstuhl wie Huschenbeet. Ich habe mir so einen krassen Gamer-Chair bestellt, ey, aber es ist, wahrscheinlich, weil das gerade viele Leute machen, dauert ein bisschen liefermäßig. Von Noble-Chair? Nee, Secret Lab oder so. Okay. Sag mir erstmal nichts, aber ich brauche auch einen neuen. Weil ich mache hier immer Dips bei mir auf meinen Sitzlehnen. Und jetzt ist das hier alles voll abgebrochen. Kann ich nicht mehr machen. Weil du auch ein bisschen zugelegt hast über Weihnachten, deshalb sind die Dips jetzt zu viel Belastung für ja. Stuhl. Nee, also, ne? Ich nehme ja auch zu, Muskelmasse. Und es ist dann einfach zu viel Kraft, die ich aufwende. Jetzt fragt man sich natürlich, ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Okay, Kaffeeliebhaber, der sieht doch gut aus. Jan ist rich. 600 € Stuhl, echt? Ach du heilige Scheiße. Nee, so viel nicht, aber war 400 so ungefähr, glaube ich. Er war nicht günstig, aber ich habe gecheckt, er hat mir wohl gesagt, es ist krasser Stuhl. Und ich sitze den ganzen Tag drauf, daran darf man ja nicht sparen. Man darf ja nicht an seinem Hintern sparen. Ja, ey, also Stuhl ist wirklich wichtig. Ich glaube, man darf an drei Sachen nicht sparen. Bett, Fernseher und Stuhl. Weil sonst bin ich nirgends. Also ich bin im Bett, vom Fernseher oder auf diesem Stuhl. Das klingt gar nicht so dumm. Vielleicht noch Couch. Wobei, ja. Meine Erfahrung ist, teure Couches sind nicht so bequem wie so günstigere Stoffcouch. Ja, bei mir ist meine Couch ist mein Bett. Also wenn ich Serien und so gucke, mache ich immer im Bett. Ah, okay. Nee, ich bin ja hier Familienlebende, hat man dann keinen Fernseher mehr im Schlafzimmer. Also ich habe schon schwer. Okay, was machen wir, ist die Frage. Ich weiß es doch auch nicht. Ich würde sagen,
Ach komm, ich sag die Figuren, oder? Sag du die Figuren. Okay. Ich muss ja mir jetzt mal wieder zur Partie durchklicken. Ich gehe mal wieder auf Profil, gar nichts los. Hier läuft noch nichts, glaube ich. Da müsste eine laufende Partie sein. Warte, eine laufende Partie. Ah, gegen Kaffeeliebhaber spielen wir, alles klar, bin ich. Jawohl. Okay, dann sag ich mal. Du sagst? Ja. Okay. Hier, komm, fleiß. Wir können auch dein Repertoire spielen. Naja, aber ich glaube, es ist erhöht unsere Erwartungen, wenn wir dein Repertoire spielen. Okay, Springer. Ja, du bist so Queen's Gambit-Fan, ne? Ja, also die Eröffnung, nicht die Serie. Ja. Okay. Hast du geguckt, Queen's Gambit? Ja, bis zur dritten oder vierten Folge, glaube ich. Ah, nicht mal zu Ende geschafft. Nee. Das ist schon lazy. Bei 7 Folgen bis zur dritten oder vierten kommen, dann nicht durchziehen. Hast du es zu Ende geguckt, ja? Ja, klar. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Ursache oder eine Schwäche? Für die ganzen Leute, die in der dritten Folge noch hängen. Okay, dann Bauer. Ja, komm. Aber ich habe gestern Spuk zu Ende geschaut. Spuk in Bly Manor. Falls du die kennst. Ist das gut? Habe ich nie angefangen. Es klang mir nach zu großem Projekt. Und ich weiß nicht, ich mag diese Haunted House-Geschichten nicht so, aber hatte gute Reviews, habe ich gesehen. Ja, war ganz cool. Wobei ich habe ich habe Mittagsschlaf gemacht und dabei habe ich Lupin geschaut. Das war mega. Hab ich angefangen. Das soll auch gut sein, habe ich auch noch nicht angefangen. Aber mein Chat empfiehlt auch immer Lupin. Ja, Mann, mega. Bischof. Okay. Bester Mann, danke dir, Renzer. Ja, Brian. Grüße gehen raus. 3 Monate schon bester Mann. Was ist da los? Heftig. Jungs, haut mal eure Lieblingsserien in den Chat. Würde mich mal interessieren. Ich habe alles gesehen. Weil ich keine Freunde habe, habe ich viel Zeit für Serien immer. Ey, da fühle ich mit dir. Walking Dead. Walking Dead habe ich keinen Bock drauf. Erste Staffel geguckt, der fand ich so spannend. Die laufen da irgendwie rum, dann gehen sie wieder in irgendein leeres Warenhaus und oh je, sind schon wieder Zombies. Ey, wie überraschend. Ey, du musst dir mal vorstellen, in der 6. Staffel oder in der 7. kommt auf einmal so ein Typ an und der hat einen Löwen gezähmt. Und der ist so richtig schlecht animiert. Da habe ich dann abgeschaltet. Also du hast die ersten 3 Folgen Queen's Gambit durchgehalten, aber 7 Staffeln Walking Dead, bis der Löwe kam. Ja, voll. Okay, wir sind in Theorie, Jan Bauer. Hey, endlich sind wir im Buch. Rein in die Bücher. Oh, okay. Du bist ja ein Rechenfuchs, ne? Ich bin vor allem auch ein Theoriefuchs. Ich kenne das ja noch. Ja, okay. Aber man muss sagen, Magnus spielt das ja auch, gell? Und das ist ja schlecht für Weiß, wenn wir jetzt hier Bishop spielen, aber machen wir trotzdem. Nein, nicht Bishop. Soll ich machen? Okay. Ja, warte, ja, wir können auch. Was kann man denn hier noch? King ist krass hier. Aber ne, wenn du Bishop willst, können wir. Oh, weißt du es? Warte mal. Ja gut, der König, komm, König. Wenn du es haben willst, mach mal. Ja, Lauf auf 7 ist nicht so gut. Ja, ich weiß aber gar nicht warum, ehrlich gesagt, ne? Weil der König kann nicht mehr rochieren. Man steht doch eigentlich ganz okay, aber die Engine sagt immer, es ist schlecht. Der König steht safe auf G8 und der Bau auf E5 fällt gleich. Kannst dich bringen. Wahrscheinlich. Auf meiner Elo funktioniert es noch, ne? Ja, aber das ist ja häufig auch ein Ehrglaube, dass wenn irgendwas Quatsch ist, wenn man sagt, ne, auf meinem Level funktioniert das aber super. Meistens, auf den meisten Levels sind gute Züge trotzdem besser als schlechte Züge. Ja, das ist meine Theorie. Wahrscheinlich. Okay. Wie wäre es denn jetzt mit. Nee, dann hängt der Bauer. Okay, Turm? Nee. Bauer. Doch, Turm ist safe, ey. Turm ist schon eingeloggt. Ich habe letztens bei dir Wer wird Millionär gesehen. Ja, war das da, wo ich gut war? Oder wo ich 17 Mal versucht habe, die Million zu kriegen und immer 500 gekriegt habe? Ich glaube, du hast da richtig reingeschissen, wenn ich ehrlich bin. Ja, einmal aber war ich sehr am Tryharden, ey, wie man sagt. Bauer. Ah, jetzt haben wir ihn doch her. Namaste, mein Bruder hat leider mit Schach aufgehört, aber als er Jans Letterbox gecheckt hat und Anchorman dort, Anchorman ist unter den Favorites auf Letterbox natürlich, ist er kompletter Jan-Fan. Zu Recht, der liebe Grüße an deinen Bruder, Namaste 93. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Jan streamt gerade nicht, Sepp Nick. Der ist gerade einfach hier privat unterwegs. Ich bin hier nur zu Gast im Hause Kugelbuch. Ansonsten Janistan TV auf Twitch, Chess24 auf allen Kanälen. Genau, einfach mal Ausrufezeichen Gast.
Und dann kommt ihr zu Jans Twitch-Kanal. Natürlich kann man empfehlen. Bauer? Jan ist ja nicht nur Großmeister im Schach, sondern auch Großmeister im Vasenmodus in Pflanzen gegen Zombies. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ich bin ja sehr, sehr schlecht in allen anderen Spielen. Kannst du eigentlich Scribble? Was ist Scribble? Scrabble, sag mal was. Also Scrabble, ja. Scheiße. Ja, Scrabble meine ich. Ja, nicht besonders gut. Also ich bin nicht so profimäßig, dass ich so die ganzen Zweierwörter mir merke und so. Springer? Komm her, wuchten wir rein. Dame? Oh, der spielt schnell. Der spielt mir ein bisschen zu schnell. Komm, wir wollen ja entwickeln hier, Springer. Was hältst du eigentlich von den goldenen Regeln? Aber wir sind entwickelt, das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal gut, das stimmt. Okay, Dame, hilft ja nichts, wa? Nützt ja nichts, müssen wir durch. Ey. Wir holen es aber noch, Jan. Glaubst du dran? Ja, ich habe noch Hoffnung. Schach ist Hoffnung. Okay, Bishop. Ja, komm. Schach ist Hoffnung, ey. Ja, ist so ein Spruch. Ist ein schöner Slogan, ist ein schöner Slogan. Okay, Bishop. Schach ist Liebe. So, ja, komm. Ja, ich wollte T-Shirts damit machen. Mit so Schach ist Liebe, Schach ist Hoffnung. Ah, krass, gibt's Kugelbuch-Merch? Ja, noch nicht, aber wir sind dran. Nice, nice, nice. Irgendwie sieht er gar nicht so gut aus, der Zug. Naja, er hat halt den Vorteil, dass er mehr Damen hat als wir, ne? Es gibt ja ein bisschen Flexibilität immer. Das stimmt. Ja gut, aber müssen wir ja jetzt nehmen, wa? Bauer. Ah, komm. Nehmen wir weg. Steht beide sehr merkwürdig, das stimmt. Okay, Turm. Ah! Vielleicht hätten wir sogar Bauer spielen können, ne? Ne, nee, aber hier Kaffeeliebhaber gibt nochmal Milch. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. König? Twisted, warum hast du eigentlich eine Maske auf? Ist das immer noch ein Meme bei euch, jungen Leuten? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ist es doch schon 100 Jahre alt. Es ist halt mega alt. Aber muss man immer wieder bringen. Okay, okay. Ich muss sowas ja wissen. Also ich bin ja da so Kai-Flaume-mäßig unterwegs. Also ich versuche am Zahn der Zeit zu bleiben. Aber es ist nicht leicht, die ältere Welt. Die Ehrenflaume? Ja, absolut. Ich habe früher immer, wie hieß das? Hat auch Kai-Flaume moderiert. Ja, genau. Liebe zählt, ist schon schön. Ey. Oder wo er da haben sich zwei Leute irgendwie aus den Augen verloren, dann hat er die wieder zusammengebracht. Kennst du das? Ist das nicht Nur die Liebe zählt? Ist das eine Weakness? Ist das? Also das haben sie in mehreren Shows gemacht, aber ich glaube auch in Nur die Liebe zählt. Okay. So, ist immer voll der Surprise, ey, seid hier. Francesca aus Leipzig und Anthony. Der in Südafrika lebt, haben sich seit 12 Jahren nicht gesehen. Aber Francesca, wir haben hier einen Brief für dich. Und dann der krasse Surprise. Ey, Anthony ist sogar in Real Life da. Ey, es ist immer, geht ans Herz auf jeden Fall. So, Läufer schlägt H3. Wir haben noch dieses weniger Damenproblem, aber ansonsten. Was muss ich eigentlich machen? Muss ich Figur sagen? Nee, du musst Figur sagen. Ne? Ich rechne gerade. Aber es sieht gar nicht mehr so schlecht aus für uns irgendwie. Komm, ich sag einfach mal Bauer. Was soll der Geiz? Moin Kugel. Und Chan. Und Jan. Chan. Skit. Vor Chan. Duderino. Grüß dich.
Ja, mal ein Bischofpaar. Naja, aber ein bisschen Dame F3 Pech ist das Problem. Dame F3. Oh. Das ist das Problem. Bei Dame F3, dann Bischof D5. Und Dame G3. Oh. Aber muss er erstmal sehen, hier, der Kaffeeliebe. Aber ich traue dem nicht so viel zu. No front. Das No front war aber jetzt auch wichtig. War ganz wichtig. Dame C6, auch nicht schlecht. Aber nicht so gut wie Dame F3. Mhm. Aber wir müssen aufpassen, Jungs. Er droht hier Schachmatt. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt... Wobei, das kommt mit Schach. Das ist ein Problem. Wahrscheinlich sagt man hier König. Nee, war ein Witz. Man sagt hier wahrscheinlich... Wahrscheinlich sogar... Knight. Sieht gut aus. Warme Knight, ey. Moin, Kugel. Bist nicht der Beste, aber ganz okay. Kappa kleiner als 2. Moin, Kugel. Bist nicht der Beste, aber ganz okay. Danke für den Sub. Olli, Grüße gehen raus. Man muss auch mal die Wahrheit aussprechen. Das sind, würde ich auch mitnehmen, so ein Sub. So ein ganz okay Sub, ey, ist genauso viel wert, finde ich. Ja, das stimmt. Aber ich meine, neben dir, neben einem Großmeister, was soll ich da machen? Ja, aber es geht ja nicht nur um Elo-Zahlen. Man muss ja heutzutage auch, du musst die Leute auch ein bisschen entertainen, ey. Genug Großmeister daraus. Hm. Okay, lass mal Bishop spielen. Lass mal machen, ey. Oh ja, genau, den. Don Dollar ist wieder da. Grüß dich. Auch einer der ersten Zuschauer bei mir. Der ist seit dem ersten Stream da. Oh mein Gott, Jan. Das siehst du. Schmeißt du, sehe ich. Ich weiß nicht, ob ich das sehe. Ich glaub dran. Ich glaub, du siehst es. Legit Monka ist. Oh, fuck. Oh mein Gott, wie geil. Jungs, wir sind wieder zurück hier. Okay, Turm. Okay, warte mal. Schade. Okay. Bishop. Ja, Bishop muss. Ich muss nur kurz überlegen. Ja, bringt er das nicht so viel, Alter. Das tue ich dir damit einen Gefallen oder nicht? Ja, komm, ich mach einfach auf, du. Gibt es eine Möglichkeit, kostenfrei zu abonnieren? Ja, gibt es. Muss einfach Amazon Prime haben. Und dann kann man das kostenlos machen. Hast du Amazon Prime? Was hast du so für Subscriptions? Ich habe kein Amazon Prime. Alles klar. Ich hab tatsächlich, was hast du, Netflix? Ich habe Netflix und das war's. Ich habe auch kein Spotify oder sowas. Krass. Ich habe wirklich nur Netflix. Und da auch nur auf... Meine Schwester hat Netflix, deswegen habe ich Netflix. Verstehe. Hm. So, wir sind wieder dran. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen hier auf unseren König und so. Ja. Okay, König. Du hast alles, wird hier geschrieben. Du hast wirklich Amazon Prime, Netflix, Spotify. Ich habe zu viel Quatsch auf jeden Fall. Audible habe ich nicht, ne? Audible, das würde ich aber gerne haben. Ne? Ich bin so ein Hörbuch- und Hörspiel-Fan. Ja, Spotify hat da auch sehr viel am Start. Ach echt, ja? Ja. Spotify ist voll mit Hörbüchern, Hörspielen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe ja früher mal Kassetten gehört. Ja, was hast du so gehört? 3 Fragezeichen? Ja, 3 Fragezeichen, beste. Denn Benjamin Blümchen, den allerechten. Bibis Blanderberg und Was? Bibis Blanderberg? Was ist das denn? Bibis Blocksberg, meine ich. Ja, ich, okay. Und weißt du, was aus Boris Blocksberg geworden ist? Ist es der Vater von Bibi?
Das ist der Bruder. Der Bruder? Ja. Vielleicht war das ja nur so ein Stiefbruder. Nee, der ist einfach verschwunden. Nach ein paar Folgen war Boris Blocksberg auf einmal weg. Und keiner weiß, warum. Ja, aber lass jetzt doch mal einen Twitter-Tweet machen und den suchen. Ist das eine Weakness oder ist das eine Schwäche? Kai Pflaume noch ranholen. Nee, weiß ich nicht. Ey, ob da so ein Twitter-Tweet ist mir zu okay, hart. Sprenger. Bischof? Okay, machen wir. Ja, nur die Liebe zählt, war das. Danke dir, Tetris Liebe. Nur die Liebe zählt. Hab du auch gesagt. Ach so. Was hab ich gedacht, was du gesagt hast? Gar nicht, was du gedacht hast. Okay, Bischof? Boris Blocksberg ist der Theorie unabhängig. Das kann echt sein. Es gibt viele harte Theorien über was mit Boris Blocksberg passiert ist. Aber kann der auch zaubern? Ich glaube nicht, ja. Ich glaube, es ist so, wie heißt das, Muggelbruder. Ja, ich glaube auch. Deswegen ist er erstmal verschwunden anscheinend. Okay, was machen wir hier, ist die Frage. Wahrscheinlich wirklich. Das ist nicht leicht. Ja, das Problem ist, Turm E2, Dame H5 Scheiß. Können wir natürlich gamblen, dass er das nicht sieht hier, der Kaffeeliebhaber. Können wir doch Bauer machen als zweite Option. Dann wäre halt Turm weg, das ist das Blöde. Das ist aber, Stellung ist aber nicht gut. Wir haben viel Stellungspech hier. Hier, ich nehme mal Option 2. C3 solide. Hey, Sebastian hat Boris letztens im Bahnhofsviertel gesehen, hat sich schon geimpft. Okay. Dieses andere Impfen, verstehe ich. Jonathan Geister war nicht Turm angesagt. Nee, Bauer war zweite Option. Ich habe zweite Option genommen. Boris Blocksberg. So wurde beschlossen, dass er zu den Großeltern am Meer geschickt wird und nicht wieder vorkommen wird, um Bibi als Hauptperson keine Konkurrenz zu machen. Ist ja auch Quatsch, weil danach es eine krasse Bibi und Tina-Franchise gab. Also es ist reines Mobbing an Boris Blocksberg. Ey, ich liebe Bibi und Tina, ne? Schon allein das Intro. Okay, König? Ja, kannst du mitsingen? Ich kann es sowas von mitsingen. Matthäus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil warum? Sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Liebes. Ich könnte es den ganzen Tag hören, ne? Ist auf jeden Fall krass. Cat Jam, Jungs, alle Cat Jam in den Chat. Sie jagen im Wind? Nee. Jagen im Wind ist korrekt, ja, weil sie Freunde sind. Das heißt nicht, sie jagen den Wind? Nein, sie jagen im Wind. Oh mein Gott, dann habe ich jetzt ein Kindheitstrauma. Das ist okay. Oh, nicht viel Felder hier. Ich ziehe einfach irgendwas vor mich hin, ne? Du machst das, ich vertraue dir da. Ah, ich vertraue der Stellung nicht mehr so. Für Sonja hast du nicht gesungen? Hä, für Sonja habe ich gesungen und ein Gedicht vorgelesen, Jungs. Mehr kann ich nicht machen. Mehr geht echt nicht. Oder hast du da noch ein paar Tipps? Ich weiß nicht, wie Sonja so tickt. Es ist schwer zu reden. Das ist echt schwer, ne? So, jetzt muss man hoffen. Prinzip Hoffnung. Ja, Mann. Scharres Hoffnung. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Oh mein Gott. Alter. Jetzt andersrum, Kaffeeliebhaber. Oh, das wird jetzt aber nochmal eng. Ah ne, doch nicht. Wird noch eng. Ja, perfekt. Endspiele kannst du. Nee, ich brauche hier gleich Hilfe. Ja, frag einfach, ich bin da. Hey. Bauern sind echt nervig, nämlich. Gewinnt man das überhaupt? Scheich Remy. Bricht mir das Herz? Ach Quatsch. Ich sehe nicht, wie ich gewinne. Obwohl. Ich sehe deinen Sieg. Ja, ich sehe den Sieg. Zugzwang, ist Zugzwang, alles gut.
Zugzwangpech für Kaffeeliebhaber. Ja. Huch, hä? Gib da auf, gib da auf. Warte mal, waren wir am Gewinnen oder am Verlieren? Er ist Zugzwang, wir sind am Gewinnen. Wenn der, er muss ja irgendwann den König ziehen und dann läuft unser Bauer durch den König. Ah, das meinst du, ja, true. Sieht aus. Oh, Alter, Jan, ey. Du machst dir meine Viewer fertig? Ohne Gnade. Ey, tut mir leid, Kaffeeliebhaber. Ey, ich coach Jan gerne. Vielen Dank, ey. Ich fühle mich auf jeden Fall. Ey, was wollen wir denn eigentlich mal bei dir machen, Jan? Ich weiß nicht, es ist ja ziemlich ausgelutscht hier, so die Schachkonzepte, ne? So dieses Hand and Brain, ja. Abwechselnd ziehen, blind spielen, dies, das. Ich weiß es nicht. Aber irgendwas machen wir. Wir brauchen neue Ideen. Ich könnte ja auch pflanzlichen Zombies Vasenbrecher, aber nee, du bist ja eher so Schachbrand, ne? Also ich sehe eigentlich immer nur Schach bei Kugelbuch. Ey, wir können auch was anderes machen. Lass ruhig Schach machen, ey. Die Leute wollen doch Schach sehen. Schach ist aber auch ein geiles Spiel, muss man sagen. Ich find Schach nicht so krass. Nee. Aber es ist das Einzige, wo ich gut bin. Schach und pflanzlichen Zombies, das ist das Problem. Ja. Ich finde Schach ist wenig Action. Ja, gut. Man könnte Schach natürlich auch geiler machen, indem man da noch so krasse Animationen reinballert. So Battle Chess. Kennst du Battle Chess? Ich glaube schon, ja. Das ist so wie bei Harry Potter, ne? So, ne. Ich dachte, das ist, wenn ich irgendwie Schach spiele und sage, ey, sub mal bitte, ich brauch das Geld. Das ist Battle Chess. Ach so, ah. Ja. Nee, so läuft das bei mir nicht. Battle Chess ist ein altes Computerspiel, so mit Animationen, wo die Figuren sich so prügeln, bevor sie verschwinden. Wenn man was schlägt, dann fighten die so miteinander. Aber schon mega alt, ne? Ja, ist echt schon alt. Auto-Chess? Ja, stimmt, das gibt's auch. Kennst du Auto-Chess? Das hat nichts mit Schach zu tun, das heißt nur so. Ja, genau. Chess, Jan, spiel mal blind. Jan hat gerade blind gespielt. Ja, ist zu anstrengend. Vor allem die Maske, ey, die macht mir echt meinen Tank kaputt. Ja. Okay, ich bin im Game. Alles klar, ich komme. Gegen Kenoran? Kenoran, ja. Ich bin da. Okay, Chat, was wollt ihr sehen? Abwechseln. Wir machen mal eine kleine Umfrage. Eins für Hand and Brain und zwei für Abwechseln ziehen. Für was seid ihr, Jungs? Boah, ich kann auf jeden Fall viel lernen so von der Chat-Interaction. Ich frage die nie sowas mit 1 und 2. Und wie wäre das jetzt ausgewertet? Kannst du das sagen, machst du das so mit Augenmaß oder steht da gleich 49% 1? Nee, meistens sieht man es dann immer ganz gut. Guck mal, jetzt zum Beispiel haben viele 2 gesagt, deswegen machen wir wahrscheinlich Abwechseln ziehen. Das ist dann immer so eine Gefühlssache. Still. Aber du kannst auch dann einfach irgendwas sagen und dann machst du halt das, was du willst. Aber du hast dann so getan, als wenn du den Chat fragst. Ja, Fake-Demokratie brauchst du mir nicht erklären. Meine Welt. Da bist du ganz groß. Okay, E4 mache ich mal. Ganz Janistan, beruht auf dem Konzept. Was studierst du denn, Kugel? Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie, krass. Mhm. Also, eigentlich willst du Psychologie machen, aber weil das so nutzlos ist, so finanzmäßig, hast du irgendwas mit Wirtschaft dazugenommen, oder was ist da der Plan? Ja, genau, das war auch immer die Sache, die ich gesagt habe. Jeder Dozent hat gefragt, warum machst du das? Und dann, so deine Antwort hat dann so quasi jeder gesagt. Das ist, ja, macht ja auch Sinn. Okay, wie machen wir es denn hier psychologisch? Ich habe keinen Bock mehr auf schottisches Gambit, lass mal was Vernünftiges spielen. Ich habe mich zweimal aneinander gezogen. Sorry, das war falsch. Ach, alles entspannt, Roy Lopez ist doch schön. Lopez. Ja, komm, wir machen die Variante. Passt schon. Jonathan Geist fragt, ob ich inzwischen Another Round habe schauen können. Nee, ich glaube, den gibt es doch nirgends legal. Oder ich bin ja so legal unterwegs bei Filme gucken. Ich glaube, auf meinen 17 Kanälen, den gibt es in Deutschland auch nicht. Another Round habe ich Bock drauf. Das ist ja Mads Mikkelsen. Um was geht's denn bist da? Bist du Filmtyp? Ich glaube, es geht um Alkoholismus. Ja. Ich bin, also, Filme. Ich weiß aber nicht, ob der Film pro oder contra ist. Also, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, du bist dran. Ich bin, okay, mach ich so. Ja. Welche Eröffnung würdest du mir eigentlich empfehlen, um jetzt wirklich besser zu werden? Ja, die richtigen Antworten sind halt immer die langweiligen, so die Hauptsysteme spielen, ne? So Spanisch ist okay, kannst auch Italienisch spielen, so mit C3, D3,
Aber diese schottische Gambit gibt halt zwei Tricks und nicht mal die kennst du nach meinen bisherigen Eindrücken. Also da hast du grundsätzlich. Ich kenne hier sogar das Neckmanson Gambit. Kennst du das? Nein, ich habe doch hier die Blindpartie, da E5 und E-Schicht D6, das kannst du nicht bringen. Also ich würde einfach sowas so Solides hier machen. Das ist so langweilig, ne? Naja, das ist das Problem, ey. Schach ist so subtiles, subtiler Schissel, das wäre später spannend. Was hältst du von Ponziani? Ist auch nicht besonders gut. Macht halt keinen Sinn, ne? Also man will zwar das Zentrum sich snaken, aber nach C3 wird ja gleich der E-Bau angegriffen mit D5 oder Speer 6. Das passt nicht ganz hin. Also ich würde sagen, ja, spiel Spanisch oder Italienisch, aber Italienisch dann so C3, D3 mäßig. Aber im Prinzip ist halt, ja, ist immer langweiliger Advice, aber wenn man besser werden will, dann spiel Hauptfeuer, also gegen Sizilianisch offen. Ja. Wahrscheinlich mache ich das dann einfach immer auf Stream. Ja. C5 oder E5. Aber halt nicht Stafford Gambit, sondern was Normales. Aber ich weiß nicht, ob das hier die Community, ob die das auch feiern würden. Ich weiß nicht. Jungs, wollen wir mal anfangen, solide zu spielen? Was sagt ihr? Da ist eher zwei Situationen. Solide? Nee, oder, Jungs? Da sehen wir uns nicht. Ja, eben. Die Leute wollen dich auch klein halten. Ne? Sie wollen auch nicht, dass du besser wärst. Das ja, ich glaube auch. Der Russische ist solide. Das spielt ja Caruana ganz gerne. Ja, aber ich glaube, er spielt nicht Stafford. Ja, das stimmt leider. Sollte er mal bringen, dann hätte ich auf jeden Fall Respekt vor ihm. Hat er Max fragt, bin ich sizilianisch oder schwarz? Ja, sizilianisch natürlich. Also, ich denke, E4, E5 ist so ein bisschen anfängerfreundlicher. Also, damit nenne ich dich nicht Anfänger, ich meine so allgemein. Ist es ein bisschen anfängerfreundlicher, weil es leichter ist, da die Figuren rauszukriegen, zu rochieren. Aber danach, sizilianisch, gerade wenn du Neidorf spielst oder eine von den krassen sizilianischen Varianten, ist es auf jeden Fall eine gute Sache, weil man da auch viele verschiedene Stellungstypen lernen kann. Was hältst du vom Smith-Morra-Gambit? Ist halt auch Quatsch, ne? Ist nicht logisch. Also gibt es einen Bauern für ein Tempo, es ist nicht so schlecht, wie es aussieht, was ja auch manchmal wichtig ist, aber es ist keine ernste Eröffnung. Was ist denn dein Lieblings-Gambit eigentlich? Hast du da eins? Ja, Marshall Gambit bin ich natürlich dabei, mit Schwarz hier, da bin ich Experte. Ja. Nee, Jungs, über England Gambit brauchen wir ihn nicht fragen. Das weiß ja sogar ich, dass es Quatsch ist. Das ist echt mal Quatsch. Oh, Sekunde, mein enger persönlicher Freund Etienne Gardet schreibt mir. Jungs, ganz ruhig sein. Ganz ruhig sein ist jetzt echt tens. Ruhig. Was soll ich sagen? Er ist auch. Okay, dann blende ich mal kurz die Partie weg. Jungs, Jerome Gambit ist auch Quatsch. Wing Gambit ist auch im Sizilianer, ne? Mit B4? Warum muss alles Gambit sein? Er versucht doch mal nicht weniger Figuren zu haben als der Gegner. Ja, also mehr Figuren haben ist ganz geil. Manchmal denke ich aber, dass ich mit weniger Figuren besser spiele, ne? Weil ich dann irgendwie mehr nachdenke. Okay, gegen die Logik kann ich nichts sagen. Kennst du das Kugelbuch Gambit? Nee, bisher noch nicht. Jetzt fragt Sie man können, sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? So, fertig. Bei Bingolex Grand Prix spiele ich auch sehr gerne. Aber ich kriege den Angriff meistens irgendwie nie geschissen. Das ist ein bisschen komisch. Aber ich arbeite dran. Ich habe mir auch ein paar Großmeisterpartien über Grand Prix angeguckt. Ja, katalanisch geht auch klar, ne, mit G3, im Damen-Gambit. Katalanisch ist auch eine feine Sache hier. Mach mal Queen's Gambit und katalanisch. Wobei, nee, dann springen deine Follower ab. Ich glaube, es will die... Wie nennst du deine Follower? Ist so... Also, das ist ein bisschen cringe, aber... Kugelbücher. Kugelbücher, ist klar, nice. Wie nennst du deine? Die haben sich noch keinen Namen erarbeitet. Also, es gibt noch keine Einheit da in Janistan.
Aber könnten wir mal drüber nachdenken. Warum? So, na, ich zieh mal wieder, was hier kommt. Jo. Jungs, habt ihr ein paar Namen für die Janistan-Zuschauer? Haut mal ein paar Ideen raus. Man kann es sich natürlich einfach machen, wie du sie einfach so Janistans nennen. Ne? Dann hat man den Stan-Faktor, so Eminem-mäßig. Ja. Janis-Stans. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Aber Stan ist ja auch nicht so positiv besetzt unbedingt. Ne? Hm. Machen wir da. Ja, ist ein ganz schwieriges Thema. Aber es gibt ja auch Franchises, die erfolgreich geworden sind, ohne dass jetzt die Community einen Namen hat. So Star Wars zum Beispiel, die haben auch keinen Namen, die Star Wars. Ne? Janster. Janster, gar nicht schlecht. Ja, ja, ja. Leguan, ne? Ja, kann man auch machen. Aber auch Leguan. Ne? Leguan-mäßig ist ja nicht positiv besetzt im Janistan-Universum. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ich bin dran, okay. Oh, ich habe eine Idee, Jan. Und wenn ich eine Idee habe, dann geht's los. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Kein legaler Zug. Francescos? Hä? Verstehe ich nicht. Francescos ist gut. Das ist ein Insider. Ja, weiß ich nicht. Ich nenne immer alle Francescos. Also jeder heißt Francesco bei mir. Ist auch ein guter Name. Vielleicht nicht falsch. Francesco ist es nicht falsch. Francescos und Francescas. Wes Bishop sagt, ja, Jan, versuch mal zu erzählen, was heute bei MWL los war. Ich habe doch ein Video gemacht. Guck dir das Video an, wenn du sehen willst, Wes Bishop. Ich habe es heute nicht gesehen, ne? Tata Steels. Hast du nicht gesehen? Nee, leider nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ich habe das Ende gar nicht mitgekriegt. Alles Remy wieder. Magnus wird auch langsam tilten, ne? Gewinnt hier einfach keine Partie. Ja, das stimmt. Ja, ich habe gestern gesehen. Gestern hat er auch Remy gegen Jordan gespielt. Gegen Jordan, davor gegen Tari, heute gegen Donchenko. Shoutout an Donchenko, er hat sich echt gut ins Turnier reingefuchst hier. Ich habe echt immer noch... Dein Stuhl sieht aber auch aus, als wenn man den abends zum Grillen irgendwie auspackt. Nein, das ist echt ein teurer, schicker Stuhl hier, schick bespannt, aber trotzdem, er kommt weg. Der Gaming-Stuhl ist ja schon unterwegs. Boah! Ey, Jungs, ey, jetzt zappt doch mal beim Janis da rein hier. Mann, alle mal reinzappen, damit der sich mal einen ordentlichen Stuhl leisten kann. So sieht's mal aus. Ich habe den Stuhl schon bestellt, aber zappt trotzdem. Ey. Ja. Wir sind hier auch gepinnt, Alter. Sagt ihr eigentlich, ihr sagt inzwischen dicker in Berlin auch, ne? Ja, das ist schon relativ lange so, ja. Ja. Früher hat man nur in Hamburg dicker gesagt und in Berlin, glaube ich, nur so Alter. Ja, generell Hamburg und Berlin hatten da ja früher eine kleine Auseinandersetzung mit Agro Berlin und den ganzen Hamburger Rappern. Echt? Was war da? Ja, mit Sammy und so. Okay. Ich weiß nicht, ob dir Sammy was sagt. Sammy Deluxe? Sammy Deluxe sagt mir was. Dynamite Deluxe. Das ist meine Jugend. Das ist deine Jugend? Klar. Aber Sammy hatte ja nie so viel mit Agro Berlin jetzt unbedingt zu tun. Also die haben vielleicht ein bisschen gegen alles geschossen, was damals so etabliert war. Aber war ja immer unterschiedliche Welten. Genau, wir packen Hamburg wieder auf die Karte. So sieht's aus. Das ist ja Jesus. Jeder sagt dicker heutzutage. Standard. Ja, ich mag Jesus ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich politisch inkorrekt, das zuzugeben. Aber ich feiere den schon so ein bisschen. Ich finde ihn sympathisch. Seine Instagram-Stories mega. Achso, ich finde ihn nicht sympathisch, aber ich finde die Musik ganz, ganz cool. Ich finde den auch irgendwie, also, ne, wenn ich so seine Stories sehe, ist das schon ganz, ganz lustig. Okay. Rick Leger sagt, Jan, was war dein bestes Ranking in Deutschland? Ja, 1, Mann, was denn sonst? Achso, warte mal, ich sollte mal noch ein paar Züge spielen, damit hier noch ein bisschen Spannung aufkommt. Genau, den wollte ich auch spielen. Ey, wenn Jan Schachbrett sieht, der zieht einfach die Züge. Der kennt da keine Gnade. Ja, kenn ich echt nix. Wow.
Und Dr. Flausser, Sammy und Azad gab es doch mal Beef. Ja, das war ein komischer Beef. Ey. Was ist eigentlich dein Lieblings-Diss-Track? Mein Lieblings-Diss-Track? Oh, das wird wahrscheinlich auch... Ich weiß nicht, ob der das was sagt. No Vaseline von Ice Cube. Ist auf jeden Fall krass. Und im deutschsprachigen Raum? Deutschsprachig gab es krasse Diss-Tracks im deutschsprachigen Raum. Safe. Savage fand ich nicht schlecht. Echo, du hast es geschafft. Die Leute reden wieder von dir. Ich glaube, das Urteil heißt es jeden Fall okay. Ja. Okay, und dem war es so okay. Ja, ich überlege gerade, ob irgendwas krass war. Naja, es gibt Leben und Tod. Das Finale hier war auch nicht schlecht. Leben und Tod des Ihmchen. Leben und Tod des Ihmchen war nicht so gut. Das kenne ich. Ja, klar. Bushido allgemein war ja nicht so. Stoi, danke für den Sub. Jetzt fragt er sich natürlich, ist es eine, oh, der hat zuerst reingeschafft und danach hat er gefollowed. Was ist denn da los? Standard-Move. Erstmal subben, dann gucken, was da abgeht. Bin ich ja erstmal sympathisch. Hier, Bushido und Ray, siehst du hier. Jetzt kommen sie alle an hier. Jetzt hat cool. Grüß dich. Danke dir für den Raid, mein Bester. Und ich begrüße euch natürlich. Danke nochmal. Wir sind hier gerade mit dem allerechten Jan Gustafsson am Hand and Brain spielen, beziehungsweise am Abwechseln ziehen. Und was jetzt spielt er irgendwann. Danke, Mann. Also wenn er sich reinhängt, dann wird er bald GM. Na, das weiß ich nicht. Nee, aber danke dir. Wir haben sogar heute schon über dich geredet, Huschenbeet. Ah! Geht gerade noch, du spielst hier mit dem. Ich dachte, wir wären matt. Hat das so, ey. Ich habe euch letztens beide kommentieren sehen, ne? Krass, bei, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Champions Chess Tour, ja, die ist das, ne? Mhm. Fand ich ja ganz cool, die Kombo, muss ich sagen. Freut mich. Genau, Airsings, Masters. Genau. Schach. Timo sagt, Jan nutzt seinen Greenscreen einfach, um einen Greenscreen einzublenden. Das Moment. Nee, ich wollte hier Kugel die Hintergrundwahl überlassen, aber nächstes Mal suche ich was Feines aus. Ey, macht euch keinen Stress. So, jetzt können wir hier kommen. Lass den Turm nehmen, auf doof. Taktikfuchs. Ja. Kugel, kann man dich auch herausfordern, klar? Wir spielen gerade gegen Subs, Kappa. Oh, er gibt sogar auf, ey. Jan, gut gespielt. Oh. Ich glaube, weißt du, was richtig geil wäre, Jan? Wenn es so Turniere gibt, wo man im Zweierteam spielt und dann so Hand-in-Brain-mäßig gegeneinander spielt. Das wäre auf jeden Fall cool. Das wäre mega. Voll. So Dark sagt, die jungen Leute kaufen alle Greenscreens, dann muss ich das auch. Ich bin alt, ey, aber ich sitze schon seit vielen Jahren vorm Greenscreen. Ich weiß, wie man sieht. Entspann dich mal, So Dark. Soll ich vielleicht auch mal machen? Das ganze Age-Shaming. Was wollen die Leute einem damit sagen? Wollen sie einfach sagen, du bist zu alt, geh weg von diesen ganzen Kanälen, die gehören uns, den jungen Leuten. Oder werd jünger, ich verstehe es noch nicht genau. Oder kleide dich altersgemäß, was für Tipps würdest du mir geben? Soll ich weiter versuchen, einen auf jung zu machen oder soll ich einfach akzeptieren? Jetzt fragt man sich natürlich. Ich finde, du machst das schon ganz gut mit dem Jungbleiben. Okay, aber ist es nicht irgendwann zu cringe? Es ist schon teilweise ein bisschen cringe, ja. Aber du musst es einfach durchziehen. Du musst es durchziehen. Weißt du, kommt man nicht mehr raus aus der Nummer? Du kommst da jetzt echt nicht mehr raus. Wenn du jetzt aufhörst, dann ist ganz vorbei. Okay. Vielleicht brauchst du so einen Adidas-Trainingsanzug noch. Habe ich. Und eine Bauchtasche. Bauchtasche, ey. Bauchtasche ist gleich, egal wie alt du bist. Uncool. Real Talk von Kugel. Huschi. Huschi ist aber auch ein Ehrenmann. Ich mag ihn. Solange kein Diss-Track kommt, ist alles gut. Deutlich besser als Kai Pflaume. Ich weiß nicht, ich feiere Kai Pflaume. Kai Pflaume ist das hier Symbol für uns alte Leute. Dann sollte ich mal in die Kunst des Schüttelreimes unterweisen. Jetzt fragt man sich natürlich, ist so ein Schüttelreim-Experte? Schwäche. Schüttelreime kennen wir aus, ja. Was weißt du, was Schüttelreime sind? Nee. Schüttelreime ist ein Doppelreim, wo du einfach zwei Buchstaben austauscht am Ende. So. Ich habe ein kleines Schwesterlein, sie ist ein kleines Lästerschwein. Sowas.
Oha. Hast du den gerade spontan gedroppt oder kennst du den schon? Den kenn ich schon. Ich sehe einen Hund graben, das muss so einen Grund haben. Also Geschichte. Feier, Chat, feier. Jan wird hier noch zum nächsten Kollege, ich sehe es schon. Hast du mal überlegt, Musik zu machen? Ne, du? Ich schon, ja. Und machst du oder hast du nur überlegt? Nee, wir haben hier schon auch im Chat schon ein paar Texte geschrieben. Ah, zur Weihnachtszeit krass. Zum Beispiel wollten wir den Song rausbringen in der Weihnachtsblanderei. In der Weihnachtsblanderei? Ja, genau. So auf die Melodie von In der Weihnachtsbäckerei? Genau. In der Weihnachtsblanderei. Und dann, ja, weiter sind wir noch nicht. Finde ich aber schon mal einen guten Anfang auf jeden Fall. Ganz ja. Vielleicht auch die Merch, aber so T-Shirts so in der Weihnachtsblenderei, finde ich nicht schlecht. Ja, ich merke, du gehst da ökonomisch an die Sachen ran. Auf jeden Fall. Du hast auch vor Sonja gesungen, wird gesagt. Ja, da habe ich von Bowser. Wie heißt das krasse Lied von Bowser? Jetzt fragt man sich natürlich, Bowser ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Lass es Liebe sein? Chat, helf mir mal kurz. Lass es Liebe sein. Was du Liebe nennst, heißt es. Ah, genau, was du Liebe nennst. Ja, genau. So war das. Da gibt es auch einen Clip von. Aber sie war, glaube ich, sie mag das, glaube ich, wenn man für sie singt. Stimmt. Jetzt so, lass noch eine letzte Partie spielen. Ich bin. Oder ist es eine Schwäche? Jo, sehr müde. Ich muss morgen wieder früh raus, aber eine letzte Partie spielen wir auf jeden Fall noch. Und okay, dann lass gegen Kloppo spielen. Der hat vorhin gesagt, dass er dich liebt. Okay, das ist schon mal nett von ihm. Dann würde ich sagen, machen wir das. Oh, ich habe schon 130 Partien gegen den gespielt. Gegen Kloppo ist das so dein Standard-Stream-Feind hier, oder was? Nee, ich glaube, das war im Discord. Da haben wir mal so eine richtig lange Session gehabt. Okay. Gegen den habe ich sogar schon blind gespielt. Okay, komm, dass du dich nicht so anstrengen musst, dann kannst du jetzt die Figuren sagen und ich ziehe. Hey, nice. Ich sag Porn. Porn? Kennst du Pornhub? ja, der Witz habe ich schon ein, zwei Mal gemacht. Pornhub, YouPorn. Ja, ist nach 0. Ah, nee, ist nicht nach 0. Lol. Fühlt schon, ich bin echt müde heute. Ich habe Mittagsschlaf gemacht, ne? Das ist richtig schlimm, wenn du einen Mittagsschlaf machst. Aber dann halt nicht so eine Stunde schläfst, sondern so 5 Stunden. Das ist nicht du hast einen 5 Stunden Mittagsschlaf gemacht? Ja. Wann bist du denn aufgestanden? Du bist so 12 aufgestanden, dann hast du von 1 bis 6 Mittagsschlaf gemacht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, ich bin ich bin heute zu einer normalen Zeit aufgestanden, um 6 Uhr morgens. 6 Uhr morgens? Warum das denn? Ich weiß gar nicht. Einfach so. Ich hatte mal Lust. Okay, wir suchen uns mal einen neuen. Der Kloppo will nicht. Nee. Wir nehmen uns mal ihn hier, komm. Warte, wir müssen aufgeben. Das ist ja alles verbuggt. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt. Okay, dann suchen wir mal. Boah, Fritzi. Kennst du Fritzi? Nee, ist auch ein Streamer, ne? Das ist auch Fritzi ein Streamer Chat? Und der ist mega krass. Nee, er ist noch krasser, Leute. Der ist heftig. Also wirklich, der hat auch gegen Giri gewonnen. Ah, oh, krass. Aber nimm mal den hier. Ja, aber ich bin um 6 Uhr aufgestanden. Dann jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Fritzi sagt, ich habe ihn mal geradet. So sieht es nicht mal aus. Ah, hier Kontakte knüpfen mit Fritzi. Aber Fritzi ist halt, der ist wirklich krank. Der ist auch Anti-Chess, hat er 2500 Elo. Fritzi, was ist los mit dir? Der ist da anders unterwegs. Okay, ich sag Bauer. Ist junges Talent auch noch, ne? Ja, ich glaube, der ist 17? 18? Ich glaube, 17. Warum bin ich, Achso, wir haben eine neue Partie angefangen. Ja, ich klicke mich einmal durch, kann sich noch schon ein gegen HM95, jetzt bin ich da. Jan, ich habe mal eine Frage. Wie stehst du eigentlich zu Leuten, die sich selber mit der dritten Person quasi, von sich selber in der dritten Person reden, so. Hey, nicht gut, ey. Großmeister Jan wird sowas nicht machen. Ist vielleicht ein bisschen abgehoben. Ja, ist mega abgehoben. Hast du den Zug schon gemacht? Ne, soll ich? Ja, ich habe Bauer gesagt. Achso, sorry. Hier, komm, machen wir jetzt ja.
Oh, okay, nice. Da sind wir drin. Was ist so dein Rhythmus gerade? Mein Rhythmus ist komisch. Also ich werde, wobei, ehrlich gesagt, ich stehe nicht immer morgens bei den Kindern auf. Morgen muss ich auf jeden Fall früh mit meiner Tochter aufstehen und dann irgendwie mal an die frische Luft nach dem Frühstück hier irgendwie so auf den Abenteuerspielplatz. Dann, ja, 14 Uhr habe ich ja die Show. Da versuche ich mich vorher ein bisschen vorzubereiten. Manchmal habe ich vorher noch ein bisschen andere Arbeitsgeschichten. Mhm. Ja, 14 Uhr die Show, da bin ich meistens so 16 Uhr raus. Dann analysiere ich ein bisschen für die Partie des Tages, Schissels, mach die, dann ist so 20 Uhr, dann gucke ich, ob ich Internet habe in meinem Keller. Wenn ja, dann streame ich noch ein bisschen. Das ist so der Standardrhythmus. Okay, Springer? Okay, mache ich. Du wolltest erstmal die ganzen Theoriezüge wegblitzen, ne? Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe einmal hier aus Versehen sofort Bauer gespielt, was überhaupt nicht gut war. Jetzt fühle ich mich schlecht. Aber HM95 hat auch 13-20, haben wir halt im Griff. Dude vs. Suit, danke dir für deinen Raid mit 10 Personen. Danke dir, mein Bester. Wir spielen hier gerade mit dem allerechten Jan Gustafsson, du kennst ihn vielleicht. Schach. Ein Großmeister seines Zeichens. Viertbester deutscher Spieler und einer der besten deutschen Streamer, die wir zurzeit haben, sind wir ehrlich. Oh, das ist hohes Lob. Bauer? Nehmen wir weg. Genug verloren für heute. Aber so, also haben wir so oft verloren, Jan? Ich gefühlt haben wir alles gewonnen. Gefühlt haben wir echt alles gewonnen. Wir haben auch gar nicht so viel verloren. Jungs, hat einer Statistik. Jungs, wie viel haben wir gewonnen, wie viel verloren? Schreibt mal rein. Bauer? Nee, Bauer hätte nicht so Bock drauf. Na komm, jetzt ja nichts. Der beste deutsche Streamer für mich? Gute Frage. Wo war der was? Bishop? Bishop? Na komm. Schach. Genau, OTB heißt Over the Board. Ich habe noch nie Over the Board gespielt, ne? Echt? Ja. Hast du noch nie in ein Schachturnier? Nee. Warst du mal gucken oder so? Oder noch gar nicht? Hast du noch Turnierluft geschnuppert? Ich war noch nie in der Nähe von einem Turnier. Krass. Und überlegst du so nach Corona hier schön, ich kenne mich nicht so aus mit Berliner Schachverein. Schachfreunde in Neukölln oder so? Schachfreunde in Berlin hast du jetzt. Ich weiß gar nicht. Aber musst du in einem Verein sein, um Turniere zu spielen? Musst du nicht. Kannst einfach so. Okay, König? Weil ich glaube, so Vereine wären gar nichts für mich, ne? Ne? Meinst du wegen der anderen Menschen oder was? Ja, da musst du ja dann auch immer hinfahren. Ja, musst du ja nicht. Ey, kannst du ja auch. Vereine kannst du auch Discords machen, ne? Okay, Bauer. Bauer, okay. Olli LP, okay. Bist du eigentlich ein Minecraft-Fan, wenn ich mal fragen darf? Ich spiele ja, wie gesagt, oder ich habe mein ganzes Leben ja keine Games gespielt, außer Pflanzen gegen Zombies. Minecraft, was mich hauptsächlich stört, ich finde, es sieht scheiße aus. Ja, okay. Über diese Einstiegshürde komme ich schon nicht rüber. Verstehe. Das gleiche habe ich mit Roblox. Aber das ist wirklich ein Boomer-Spiel. Also Roblox, also wer Roblox spielt, der hat auch Facebook installiert. Okay. Okay, Bauer. Bauer. Roblox sagt mir nix. Ja. Facebook habe ich, aber. Berufsjugendlicher, by the way, Jungs. Facebook braucht man wegen des Messengers tatsächlich. Ich habe super viele Berufsgeschichten, die über Facebook Messenger laufen. Also kommst nicht drum rum. Haben nicht alle Discord da draußen. Ey. Hast du gar kein Facebook? Hattest du mal Facebook? Ja, ich hatte mal Facebook. Ganz, ganz lange her. Hast du dich ganz abgemeldet? Ich habe mich ganz abgemeldet, ja. Okay. Ich bin jetzt nur noch bei Insta, aber Insta habe ich auch erst seit so 3 Wochen, ne? Ah, machst du Insta-Karriere? Ja, klar.
Twitter habe ich gesehen, bist du nicht so aktiv? Ich bin hauptsächlich Twitter tatsächlich. Natürlich ist es eine Weakness. Also ich tweete auch nicht so viel, aber so lesemäßig. Insta bin ich auch, mache ich aber fast gar nichts, gucke auch fast nie rein. Aber ich verstehe Twitter nicht so. Was ist der Clou an Twitter? Was macht das aus? Ja, Twitter, ich weiß nicht, es ist so, man fühlt sich ganz geil, wenn man irgendwie so Likes kriegt auf Twitter. Aha, sollte ich mal ausprobieren. Wenn ich irgendwie ein dummes Wortspiel im Kopf habe, dann kann ich es tweeten und dann kriege ich Likes und das ist schon ein krasses Erfolgserlebnis. Ich weiß gar nicht, ob du ja irgendwie Springer gesagt hast, aber ich habe mal gemacht. Ja, ich habe es auf jeden Fall gedacht, Bauer. Du spielst professionell Poker? Ach, genau, eine Frage habe ich noch an dich, ne? Alles klar, was willst du wissen? Mir wurde irgendwas von Moderator Jan erzählt? Was ist denn die Story dahinter? Was heißt das? Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Sonja hat es erzählt. Moderator Jan oder so? Oder Radio Jan? Radio Jan? Achso, Radio Jan gibt es ja. Das war mal ein englischsprachiger Charakter von mir. Der ist nicht so höflich wie ich, der flucht mehr und so. Oh, der ganze Chat weiß es. Aber vielleicht muss Moderator Jan kommen. Vielleicht ist das ja die. Jungs, Jan heißt er. König, die zwei Türme zu connecten. Sehr schön. Schaden. So, HM95. Nee, HM95 haben wir im Griff. Ey, ich bin so müde. Ich habe auch keine vernünftigen Getränke mehr hier. Ich habe meiner Tochter noch so einen Capri-Sonne geklaut. Für den Zuckerkick hier nochmal um Mitternacht. Das heißt jetzt Capri-Sun, ne? Anders belastend, oder? Ja, finde ich komisch. Was war falsch an Capri-Sonne? Ist doch nichts. Es war einfach perfekt. Für den deutschen Markt. Das heißt auch Capri-Sun-Kirsche. Das heißt ja nicht Capri-Sun-Cherry oder so. Also eigentlich ist es Kugel-Style, oder? So jedes zweite Wort Englisch. Capri-Sun-Kirsche würdest du auch sagen. Das, oder da stehe ich nicht dahinter. Es passt doch eigentlich zu dir. Nee, das ist echt. Das ist wirklich, nee, das geht nicht. Das hat meine Kindheit ein bisschen geprägt, Capri-Sonne. Und jetzt einfach das Capri-Sun zu nennen, geht gar nicht. Verstehe. Ich habe trotzdem was geklaut. Ich glaube, wir haben trotzdem, wie viel haben wir noch? 3. Mehr als genug. Jetzt fragt man sich natürlich. So bin ich eigentlich dran, du sagst mir nie was. Ich sag mal, Bauer, komm, wir gehen rein. Welchen Bauern denn? Mach ich das, nicht. Das musst du jetzt machen. Ich sag nur die Figuren. Ja, alles klar, Turm habe ich verstanden. Ah ja, genau, den anderen Bauern, der nach links und rechts und nach oben und unten ziehen kann. Der Bauer nach E5, der springt da hinten auf B6 hängt, ist das Problem. Capri-Sun ist ein ganz grober Schnitzer, jawohl, da versteht mich einer. Hätte ich nicht gedacht, dass sich das so beschäftigt, das Capri-Sun-Thema. Bauer? Springer, sagst du? Ah, okay. Mach jetzt diesen Zug. Springer? Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ungarn, aber okay. Ja, du bist richtig ehrgeizig, ne? Du willst nicht verlieren. Ich verliere nicht gerne, ne? Das geht mir genauso. Ja, wir haben halt hier Springerpech auf B6, aber ich denke trotzdem, dass wir HL95 noch irgendwie erwischen. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich rechne gerade gar nicht. Man merkt es vielleicht. Ach so, ne. Hast du ein bisschen aufgegeben, geistig, oder warum rechnest du nicht mehr? Ich habe einfach gedacht, der Jan macht das schon. Ja, aber Springer gibt mir halt wenig Wahl. Ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal Bischof. Ich sehe da so eine kleine Fesselung. Das ist so eine Fesselung. Tja, okay. So, ich muss mich nochmal motivieren für die letzte Partie. Ich hänge ein bisschen durch, ich sag's dir, wie es ist. Ja,
müde. Google verliert nicht nur seine Virginity, so ehrgeizig ist er. Woher weißt du das? Meinst du, du bist zu sehr auf Schach jetzt, um hier noch, dass du nicht mehr Zeit hast für die, keine Ahnung, Damenwelt, oder wie ist der Stand der Dinge? Ja. Das sind auch sehr persönliche Fragen natürlich, du musst das nicht beantworten. Also ich bin gerade wirklich hardcore drin in Schach, ne? Da gebe ich dir zu 100% recht. Ich mache nicht mehr viel anderes, muss ich sagen. Wie viel Stunden streamst du so Schach am Tag? Also ich mache immer, Stream ist ja noch eine andere Sache. Also ich bin eigentlich ich beschäftige mich eigentlich dauer mit Schach. Aber Stream mache ich so alle 2 Tage, ist eigentlich der Plan. Alles klar, verstehe. Dame. Aber die Zeit, Läufer hast du gesagt? Ja, genau, Läufer. Ja, die Zeit, die du nicht streamst, bist du auch am Schach machen. Ja, also ich gucke mir Videos an, bin bei Chessable unterwegs. Ja, und versuche mich halt irgendwie ein bisschen weiterzubilden. Klar. Leidet dein Studium darunter? Unter dem Schachhype? Ja. Okay. Also, aber ja, safe, 100%ig. Aber was macht man nicht alles für Schach, gell? Weiß ich nicht. Ja, bei dir hat er bestimmt auch eine Menge drunter gelitten, oder? Ja. Meine Social Skills so ein bisschen, aber die waren auch vor dem Schach schon scheiße. Jetzt fragt man sich natürlich, ist es eine Weakness oder ist es eine Schwäche? Ich will eigentlich nicht, Dame. Aber komm, ich muss ja auch einmal auf dich hören wenigstens. Ja, das ist ein Undercover-Großmeisterzug von mir, den ich da im Plan habe. Von Hand and Brain auch so ein bisschen. Ach so, eigentlich so Bauer, also jetzt hängt ja unser Springer. Nee, der Läufer ist noch gefesselt. Aber es ist trotzdem jetzt hier knapp. Oh, Marie ist auch da. Marie, grüß dich. Schön, dass du da bist. Schön, dass du vorbeischneist. Ja, das Huschenbeet noch wach ist, ne? Huschi, geh ins Bett, Mensch. Schon spät. Vielleicht Rekord für ihn, ne? Jetzt 23:30. Ich meine auch. Oh, Springer. Okay, machen wir Springer. Nice, wir sind zurück, Jan. Endlich, ey. Pock? Hä? Was ist passiert? Warum nicht Bauer D5, wird hier gefragt. D4 mal dir wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir erstmal hier andere Sorgen. Oh mein Gott, warte mal. Funktioniert das? Wie wär's denn jetzt? Okay. Ich sag ihn jetzt einfach. Ich sag jetzt einfach mal Bishop. Sagst du Bishop? Okay. Ja. Ist ja letzte Partie. Nice. Uschi ist im Urlaub, Südamerika. Huch. Echt? Ich dachte, darf man noch in Urlaub fliegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch. Ich glaube, Niklas ist in Berlin. Obwohl, wollte er nicht, Niklas, wolltest du nicht neulich deine Wohnung vermieten? Das heißt doch, dass du irgendwie unterwegs sein wolltest wahrscheinlich, oder? Okay, Dame. Wollen wir nicht Läufer? Ja, Läufer wollte ich sagen, ja, Läufer. Klar, machen wir Läufer. Huch, Bam, komm, Matt. Lol, okay, krass, nice. Ja, ist doch eine gute letzte Partie gewesen. Ja, ist ein schönes Ende. Haben wir natürlich gesehen, hier ist Mathe 1, klar. Ja, das haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Also, wie du hier Figuren angesagt hast und ich immer die Figur, die du gesagt hast, gezogen habe. Also das war schon Teamwork auf jeden Fall. Also die Harmonie ist da. Ich sag dir, wie es ist. Ich nehme mal noch ein paar Leute an. Ich verabschiede mich so langsam. Ey, es war mir eine große Freude. Ich denke, es gibt noch viel zu lernen über das Phänomen Kugelbuch. Ich weiß noch nicht, ob wir da schon ganz so, wer ist der Mann hinter dem Stream, ob wir das schon alles durchdrungen haben. Aber es hat man dran. Du hast ja viele persönliche Fragen gestellt. Natürlich, ja. Und du hast an der Oberfläche gekratzt. Wir kommen auf jeden Fall immer näher in die
Die Höhle des Löwen. Nächstes Mal wäre es härter natürlich hier. Wirtschaftspsychologie haben wir schon ergründet, dass eigentlich das Interesse an Psychologie ist. Ist ja häufig auch, weil man sich selber irgendwas erklären will. Und dem Thema werben wir uns dann nächstes Mal. Jungs, schreibt mal alle ein Herz in den Chat für Jan. Es war echt mega cool, dass du da warst. Hat uns echt allen Spaß gemacht. Alle mal ein Herz dran schreiben, Jungs. Und ja, danke dir für deine Zeit, dass du hier privat aufgekreuzt bist. Hat Spaß gemacht. Die Leute haben es gefeiert. Ich habe es gefeiert. Und ja, vielleicht sehen wir uns jetzt das nächste Mal bei dir auf dem Channel. Bei Janistown TV. Ja. Schreibt alle. Janistown TV. Alle mal followen, alle mal einen Sub da lassen. Neuer Stuhl ist schon bestellt. Und neuer Stuhl kommt. Ja. Ich gehe jetzt in mein altes Bett. Ey, sorry, ich werd echt alt. Mein Schlafrhythmus ist so kaputt. Ich muss morgen früh raus. Jo, macht es. Ich wünsche dir morgen viel Spaß. Gute Nacht, liebe Kugelbücher. Es war mir eine Freude. Ich befürchte, ich habe dir nichts über Schach beibringen können. Ich habe auch keine der schlechten Instinkte, immer ein Gambit spielen zu wollen, hier irgendwie die schönen Baum wegzuschmeißen, rausgekriegt. Aber wir werden weiter dran arbeiten. Jo, machen wir. Eine wunderschöne gute Nacht, vielen Dank. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao, ciao. So, Jungs, das war der Jan. Der Jan Gustafsson, man kennt ihn. Huch, sind wir. Huch,